Gut. Livestream startet. Ja, startet. Livestream wird gestartet. Warum startet die aktuelle? Da müssen wir auf das da. Oh. Servus, wir begrüßen euch recht herzlich zu einer neuen Serie, nämlich das Webinar Acrylmalen mit Ralf Ricker und Stefan Mütze. Man zeigt eigentlich nicht mit nackten Finger auf angezogene Leute, ne? Machen wir uns nackig. Ja, also auf jeden Fall. Das kostet extra. Ja, schauen wir mal, ich sehe es gar nicht genau. Ah, doch, da. Das ist, also ich bin so scharfaugert. Ich glaube, ich brauche einen größeren Monitor da vorne und so, damit ich das irgendwie besser sehen kann. Also, scharfen Monitor. Wir begrüßen euch natürlich recht herzlich, das habe ich schon mal gesagt, nämlich zum Acrylmalen-Webinar. Das heiß diskutiert, viel gewünscht und natürlich sehr kontrovers diskutiert wurde. Und da habe ich natürlich zu dem Thema einiges zu sagen. Ja, oder? Das kannst du dir vorstellen. Schaltet den Ton wieder ein, bitte. Stumm, Servus. Ja, müsste eigentlich an sein. Da steht Mute? Nein, das ist der Kopfhörer. Nee, der Ton müsste okay sein. Das war nur vom Anfang, glaube ich. Sag dir mal, ob der Ton in Ordnung ist. Jetzt sind wir völlig verunsichert. Das erste Mal technische Hiccups. Jetzt sagen wir nichts, bis wir lesen, ob wir ist der Ton gut? Daumen hoch. Es dauert natürlich immer ein bisschen. Also ich tue jetzt einfach mal so, als ob der Ton in Ordnung ist. Nein, sonst musst du dich wiederholen. Ja, sonst muss ich mich wiederholen und so. Alter, Ralf sitzt hier neben mir. Ja, ist wieder da, der Ton. Passt. Ja, okay. Dankeschön. Gundelbusch, du warst traumhaft. Der schnellste Busch. Ja, wunderbar. In diesem Sinne würde ich jetzt erstmal sagen, bevor wir dann natürlich zu dem Thema kommen, machen wir natürlich die Präliminarien, dass wir natürlich die ganzen zu spät gekommenen einsammeln, die natürlich heute dann ganz, ganz heiß auf die Acrylmalerei sind und natürlich auf das, was ich zu den Materialien zu sagen habe. Aber in dem Fall möchten wir uns erst einmal bedanken für die wunderbaren Spenden, die uns dann letzte Woche wieder zu gewidmet wurden. Also ich komme immer ins Stolpern bei dem sozusagen. Es gibt Menschen, die uns Geld überwiesen haben. Genau, und somit natürlich den Kanal unterstützen. Und wer das natürlich auch tun möchte, der kann das natürlich auf diesen PayPal-Link machen. Und der Link, der befindet sich in der Videobeschreibung unterhalb des Videos. Ansonsten danken wir natürlich diese Woche dem Gernot, dem Günther, der Martina, dem Bernd, der Annette, der Esther, Petra, dem Norbert, der Ursula, Barbara, Joana, Birte, Susanne, Günther und dem Cerudin. Vielen Dank. Super, das ist echt total klasse. Und natürlich auch, wie ich heute dann auch gestern habe ich dann den Stream angekündigt und der ist, glaube ich, mittlerweile 10 oder 11 Mal schon geteilt worden auf Facebook. Da danken wir natürlich auch dafür, weil es natürlich super ist. Dadurch kriegen immer mehr Leute mit, dass natürlich jetzt was ganz Wunderbares bevorsteht. Die Acrylmalerei. Der Ralf ist auch schon ganz aufgeregt mit der Acrylfarbe. Sozusagen, es geht ihm, glaube ich, ziemlich weit an dir vorbei, oder? Nein, ich freue mich sehr, weil dann lerne ich jetzt endlich mal was Neues. Endlich mal was Neues. Ja, das ist einfach so. Na, auf jeden Fall, es tut mir leid, ich muss dich jetzt gleich mal ausbremsen, bevor du mich jetzt hier disst und so, ne? Das ist irgendwie so die Sache. Auf Facebook gibt es auch noch diese Nützwoch-Gruppe, wo sich immer viel tut und wo auch richtig gute Bilder zu sehen sind. Und das möchte ich auch mal hier an dieser Stelle sagen. Sind richtig gute Arbeiten, die immer wieder entstehen. Und wir haben uns nämlich auch vorher drüber unterhalten. Also das, was jetzt echt auch so eine Sache ist, wir haben zusammen 2 Besprechungen gemacht, oder? Eine oder 2 haben wir schon miteinander gemacht? Ich glaube, wir haben 2. Genau. Wenn nicht sogar schon 3. Und ich habe das ja in den Jahren jetzt immer wieder gemacht, dass wir das natürlich gemacht haben. Was natürlich auch so für die ganze Gemeinschaft natürlich super ist, dass ihr auch eure Bilder zeigen könnt. Und dadurch haben wir natürlich den wunderbaren Startvorteil, dass wir dann auch immer sehen können, wie sich die unterschiedlichen Malerinnen und Malerinnen entwickeln. Und da hat sich echt richtig gut was getan. Also das ist natürlich total super, was da eigentlich auch immer wieder passiert. Und das kann man in dieser Nützwochgruppe total gut sehen. Also das heißt, wer auf Facebook ist, kann dann
Nützwochgruppe suchen auf Facebook und eine Beitrittsanfrage stellen. Lass ich zu. Natürlich keine Leute, die irgendwie seit 2 Monaten auf Facebook sind und noch nichts gepostet haben, die sind mir immer suspekt. Weiß nicht ganz genau. Also ich hätte schon ein paar Privatfotos auch gern gesehen, dass die Person lebt oder so. Also wenn nichts drauf ist, ist immer irgendwie ein bisschen suspekt. Ja, die andere Sache ist natürlich auch dann wiederum eine Ankündigung. Diesen Monat wird dann der letzte Vortrag sein über das Bildungshaus Schloss Puchberg. Der Ralf postet es jetzt auch wieder ganz freundlich in den Chat hinein. Nämlich am 24.02. ist das Malers Auge der Vortrag und da geht es über Lucian Freud. Und es wird bestimmt spannend werden, weil er natürlich auch ein kontroverser Maler ist, aber auch einer ist, der mich immer wieder beeinflusst hat, aber natürlich jetzt nicht mit der Acrylmalerei, das war eigentlich meine Ölmalerei am Anfang meines Malereistudiums. Also beim Vortrag werde ich auch ein paar Bilder zeigen, weil da hat mich dann auch eine Teilnehmerin das letzte Mal, die Christine, darauf hingewiesen, dass ich doch vielleicht ein paar Bilder zeigen könnte, weil ich immer bei jedem Vortrag auch immer Bild im Hintergrund hängen habe, wie auch heute. Ja, jetzt habe ich die Überleitung gemacht. Ja, Wahnsinn. Ich warte schon auf den Moment, wo ich was sagen kann, weil der Chat nämlich schon ganz wild fragt. Mir ist da echt was rein. Was ist das für ein Bild im Hintergrund? Aber was mir ist da ein Käfer reingefallen. Also in diesem Sinne, auf den heutigen Abend. Auf und auf euch. 430 Acrylfolgen. Acryl. Auf das Bild werden wir dann später eingehen, weil ich habe da was vorbereitet. Ne? Und, es hat sich nämlich schon jemand beschwert, Bild und Ton passt, aber das Bild im Hintergrund ist schwarz-weiß. Ja, das ist ein Problem, ne? Aber da werde ich dann auch nochmal drauf eingehen. Und der andere Termin, der ist für Dietmar Stiller aus Hannover, nämlich der Dietmar ist der Leiter der Kunstfabrik Hannover. Ich werde nicht müde, es zu erwähnen. Und da wird es am 21. bis zum 24. März dann Akt in Farbe geben. Also das ist dann so, sind so meine Sachen. Genau, und jetzt wären wir eigentlich so mit diesen ganzen organisatorischen schon voll durch. Und was dann natürlich immer kommt, ist, dass der Ralf mit den Tabs und diesem Internet. Also er hat leichte technische Probleme. Ja, weil es gibt jetzt gar keine Maus mehr hier. Ach so, die steht da hinten. Also vielleicht, ja, es ist ja wurscht, sie funktioniert ja eh nicht. Ja, die funktioniert. Also unsere Technik, also das mit dem Streaming funktioniert ganz... Darf ich das nochmal einblenden? Ja. Ich wünsche mir eine neue Maus. Und falls jemand im Lotto gewonnen hat, ich wünsche mir eigentlich auch einen Monitor, auf dem ich sehe, wie hübsch wir ausschauen. Naja. Und zwar nicht nur... Extrem gepixelt und in völlig eigenartigen Farben. Aber wie gesagt, ne, also... Dietmar Stiller schreibt, guten Abend. Übrigens. Ja, guten Abend. Ja, ja. Wenn man von der Sonne spricht. Na, dann scheint sie. Also jetzt das Hintergrundbild, was meinst du? Na, das kommt später, die Bilder. Nein, in dem Fall... Heute malst du ja gar nicht. Ja, dann müssen wir jetzt über Pinsel sprechen. Na, kommt noch nicht. Kommt noch nicht. Eben. Na, ich habe nämlich was für dich. Na? Ich bin verwirrt. Ja, es muss Überraschungen geben. Das ist für dich. Schau, was drin ist. Also natürlich, das ist ein Sackerl. Ein Sackerl, das ist ein Stoffsackerl, kann man sagen. Oh nein! Oh nein! So ein Katerl drin. Muss schauen. Vorne oder hinten und so. Ist das aufregend? Also das ist ein Wahnsinn. Darf man das vorlesen? Natürlich, kannst du es vorlesen. Lieber Ralf Megapower von der Koffermitzi. Die Koffermitzi hat uns wieder beglückt, weil sie hat ja schon, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann. Und es sind 30x30 Malplatten. Weil nämlich der Ralf sich beschwert hat, dass das 30x30 ausverkauft ist in den Künstlerfachhandel seines Vertrauens. Und jetzt... Wow. Hä? Liebe Koffermitzi, lass mir irgendwo ein Foto von dir zukommen. Was? Machst du Matze drauf? Na klar. Oh, ich habe eins. Ja, super. Super, sehr gut. Oh, Mitzi, das wird hart für dich werden. So, also, ja, wenn du dich daran erinnerst, wie er mich gemalt hat mit dieser fiesen, spitzen Nase und so, das ist echt kein Spaß. Dann sage ich vielen herzlichen Dank. Ja. Schönen Abend. Tschüss. Papa. Besser Papa. Ja, er trägt es jetzt weg, weil nämlich das Thema ist nämlich folgendes. Ja, so geht's. Die Hausaufgabe von Ralf. Also das war jetzt Originale. Wir haben hier auch natürlich, jetzt habe ich es verstellt, also, aber wir hätten hier jetzt noch ein Top-Down, ups, das müssen wir wegmachen, ein Top,
Das ist nicht das Top-Down. Okay, das ist nicht das Top-Down. Das wäre das Top-Down. Und die Maus, die nicht funktioniert. Ja. Ne? Aber wir haben es trotzdem in dem Fall so vorbereitet, dass man es hier im iPad sehen kann. Gibt es irgendwelche gravierenden Meldungen? Aber ich werde sowieso dir jetzt die Abreibung geben. Der Kunstlich schreibt, Ed Mitzi, du legst die Latte hoch, tolle Aktion. Ja, finde ich auch. Ja, vor allen Dingen, ich war ja gar nicht im Atelier, das war an der Türkangen. Und es hat niemand mitgenommen. Also du siehst, der 16. Bezirk ist doch da. Wer weiß, was da sonst noch drinnen war. Ja, das stimmt. Das kann sein. Also, liebe Koffermütze, ja, ich hoffe, mal rein. 30x30 Platten drin, wie du es an die Tür gehängt hast. Naja, und es war noch ein Leberkäse mehr, aber die habe ich gegessen. Du hast schon ein Leberkäse mehr. Hörst du ein Leberkäse mehr? Hörst. Also. Sascha Konstantin schreibt, das Hemd gefällt mir gut. Das Hemd? Wahrscheinlich das. Ah, das ist das gemalte Hemd. Ja, ja, echt? Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja. Ich habe nämlich, vorher habe ich mich echt noch total zurückgehalten, aber gedacht, okay, naja, ich kann dir jetzt eine Abreibung geben. Also, das sind zwei Sachen, finde ich. Also wir haben nämlich, wir reden natürlich schon irgendwie ansatzweise drüber und da ist natürlich irgendwie das Problem, dass ich natürlich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehne. Also ich finde, dass oben dieser Schirm, der ist nämlich, wenn man das jetzt mal sieht, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich hätte es gemalt. Echt? Ja, ich hätte es gemalt, weil das ist dann sozusagen, also für mich sind dann solche Sachen, auch wenn sie total deppert sind, ne? Oder aufwendig, es ist so, dass es... das macht so einen Geschmäckler, also so einen Geschmack an das Ganze. Weil jetzt, wenn man es anschaut, wirkt es irgendwie ein bisschen leer. Was ich gut finde, ist die Ruhe. Und die Ruhe, und das wäre eigentlich auch fürs nächste Bild eine Sache, das ist, dass du bei dieser ganzen Pinselfuchtelei, das ist schon super, was du da machst. Und es schaut auch aus, als ob du dir einfach nichts scheißt. Mhm. Aber das sind zwei Sachen, die mich stören. Das einfach ein total belangloses Gefuchtel ist. Also das heißt, es tut so, als ob es Faltenwurf wäre. Mhm. Und jetzt hast du natürlich das Problem, dass der ein Karohemd hat. Ne? Also das heißt, du hast nicht wirklich einen Plan gehabt oder so, wie du es jetzt abstrahieren kannst. Ne? Dann ist es echt so, mach's abstrakter und dann mach eine Fläche draus. So wie den Schirm. Mhm. Das ist das eine. Und das andere, was ich ein bisschen problematisch finde, und da würde ich jetzt eigentlich auch so, wenn ich hart bin, ne? Mhm. Es ist so, für mich ist immer so, jemand, der die Farbe nicht beherrscht, sollte stricken. Genau, sollte häkeln und so. Also das ist es. Also wenn du siehst es eigentlich am besten in der Malerei bei den Weißtönen. Mhm. Weil diese Weißtöne, du malst zwar Weißtöne rein, die vermischen sich mit dem Blau, aber es wäre viel interessanter, wenn was mit den Weißtönen passieren würde. Also das heißt, dieses Changieren. Und das war jetzt eigentlich so die Sache. Wir haben vorher drüber geredet und da hat dann der werte Ralf Honso gesagt, ihm ist es zu bunt oder zu farbig. Und jetzt ist echt so die Frage natürlich auch für die nächste Hausaufgabe. Das ist so, schau, dass du ein Bild malst, wo du ganz bewusst manche Stellen hast, die total belebt sind und total ausflippen. Mhm. Und Stellen hast, wo du es beruhigst. Und wenn du jetzt zum Beispiel jetzt mal das gesamte Hemd mal als eine Fläche erstmal reinmalst und dann das aufbrichst, wäre das eigentlich viel, viel einfacher. Weil nämlich die Problematik ist eigentlich, dass du am Ende des Bildes eher Sachen rausnehmen müsstest. Irgendwie einfach auch so in den Fokus setzen. Aber um nicht ganz so negativ zu sein, ne? Also das ist ja so, dass ihr jetzt da verschreckt seid, dass ich den das Ralf. War's schon? Nein, dass ich den Ralf jetzt immer so hart hernehme. Na, ich muss auch was Positives sagen. Ich finde, dass das Porträt echt so bombig gut erwischt ist. Also du hast den Ausdruck von dem Typen so gut erwischt. Und jetzt auch die Sache für alle, die mal Frauen malen. Jetzt ist es ein älterer Herr, ne? Das ist jetzt nicht so tragisch, wenn der viele Falten hat. Aber das macht gar nichts aus, dass er die Farben, die Falten ein bisschen runtergedimmt hat. Für den Grundausdruck ist es völlig in Ordnung. Und in der Malerei, so wie er sie macht, ist es so, dass es gar nicht einmal wirklich so kriegsentscheidend wäre, dann jetzt so brutale Falten reinzumalen und vor allen Dingen diese Falten dann so realistisch zu malen, jetzt auf dieser Lichterseite hier, ne? Wenn ihr das anschaut. Ne? Ich finde zum Beispiel hier dieses Changieren in dem Hintergrund dieser verschiedenen Töne, das finde ich ziemlich gut. Und da stinkt diese Fläche ab und diese Fläche.
Nämlich, wenn du dann so Versatzstücke reinhaust, wo du dann sagst, okay, da kann ich jetzt, da mache ich jetzt irgendwie so gelb rein oder sonst irgendwas, dann mach wirklich den gleichen Tonwert. Du musst den gleichen Tonwert reinmachen und mal die Farbe auch wirklich rein. Mhm. Das heißt, wenn du einen weißen Ton hast auf der Schulter oben, dann mach ihn rosa. Dann mach ihn gelb-weiß, dann mach ihn gelb-grün, dann mach ihn gelb-orange. Probier einfach mit, du hast faktisch nur 6 Farben. Das ist alles. Diese 6 Farben, die kannst einfach mal eben mit dem Weiß machen. Und das wäre jetzt eigentlich auch so die Sache. Das ist so, entweder, weil wir drüber geredet haben, dadurch, dass er jetzt so mit den Farben so umgeht, versuche mal als erstes mal die Flächen einfacher zu gestalten und dann zu zerstückeln. Und dann in deinem Bild wirklich ein Zentrum zu haben, das total unruhig ist und dem gegenüber ruhige Flächen zu stellen. Und diese ruhigen Flächen kannst du mit verschiedenen Farbtemperaturen belegen. Also das heißt, wie oben diesen Schirm. Wenn du jetzt zum Beispiel mal hergehst und würdest jetzt diese Punkte reinsetzen, ne, dann machst du es mal als Aufgabe, dass jeder dieser Punkte den gleichen Tonwert hat. Dass, wenn du das schwarz-weiß fotografieren würdest, wäre dieser Schirm völlig langweilig. Und wenn du so eine Farbe anschaust, haut es dich um. Aber das Coole ist diese Fläche, die einfach als abstrakte Fläche dasteht. Das ist das eine. Und das andere ist, und ich glaube, das wäre aber die Aufgabe für das nächste Mal. Nämlich eben in dem Sinne, das wäre dann irgendwie die nächste Geschichte, dass du auch den Kontrast zwischen Grautönen hast und gesteigerter Farbe. Wirklich ganz brutal die Farbe. Und dann aber alle anderen Farben runtergedämpft. Alle wirklich vergraut. Sehr stark mit dem Komplementär vergraut. Aber dann, wie zum Beispiel jetzt bei dem im Bild, könnte man es machen, dass man das Hemd grauer macht, den Schirm grauer macht, der Hintergrund ist schon grau und dann nur das Rot vom Gesicht stehen bleibt. Zum Beispiel. Oder aber auch, dass du 2 Sachen hast. Und die andere Sache ist natürlich auch die Hand zum Beispiel. Da warst du ziemlich stolz drauf. Ja, im Vergleich zur letzten Hand finde ich es. Ja, das stimmt. Aber besser. Aber da ist there's definitely room for improvement, weil, ich habe mir es dann angeschaut, ne? Das, was die Hand ausmacht, ist die Silhouette. Siehst du, dass die Finger, wie die rausstehen? Also das ist so, du kommst damit weg, wenn man das Original nicht sieht. Wenn man das Original nicht sieht, sagt man, super gemalt. Aber diese Form, ne, die das macht, diese Sehnung, aber eigentlich geht es mir um die Silhouette von der Hand. Ne? Also wenn man das jetzt mal, wenn du das jetzt dann nochmal da sehen wollt oder so, das spiegelt natürlich extrem, aber das wäre jetzt, ja genau, gibt's, oh, das ist noch stärker, ne? Uah. Was? So. Ja, so ist so echt geht's. Total gut. Ja, zeig. Also ist, da ist super. Also ja. Nämlich dieses, dass es daraus geht, also diese Silhouette, ne? Und dann diese ganze Fläche hier, die insgesamt im Schatten ist. Also, wie gesagt, das ist jetzt echt unfair, jetzt in dem Sinne, genau, das ist jetzt unfair in dem Sinne, wenn man es dann vergleicht, aber blöderweise, ich kann es vergleichen. Naja, das, na, also das ist natürlich dann Nörgeln auf hohem Niveau. Also ich finde auch, wie du das Auge, wenn er das anschaut, wie dieses Auge im Schatten nur so minimal angedeutet hat, also das ist schon sehr gut. Also, Moment, wir müssen da das, weil... ja. Muss ich mich gleich wieder ins Bild schieben. So, warte mal. Sehr gut. Monika Neuwert schreibt, boah, heute ist aber wieder streng. Ja, das ist aber so, dass der Ralf echt ein Masochist ist. Ich will, und er will es ja, hart. Ich will ja was er will es echt hart. Er möchte es hart haben. Ne? Aber wisst ihr was? Das ist einfach so, ich weiß nicht, kennst du diesen Film Whiplash? Hast du den gesehen? Nein. Da geht es um einen sadistischen Musiklehrer in New York, der dann irgendwie so eine Big Band hat und dann einen Schlagzeuger total fertig macht und dann immer seine Studien fertig macht und so. Ne? Und der sagt dann irgendwie, sein Grundprinzip ist es einfach so, dass er sagt, dass das Schlimmste, was es in der englischen Sprache gibt, ist, wenn jemand zu dir sagt, good job. Du musst jemanden total, also er ist der Meinung, man muss einen total fertig machen, dass dann diese Person so einen Widerstandsgeist entwickelt, dass er so Feuer im Arsch kriegt. Nur das Problem ist im Film, ist, dass er halt einfach Leute zum Suizid bringt und natürlich Leute einfach zerstört. Gut, weil einfach nur ein paar Leute... in dem Fall nicht, weil wer liest denn dann den Chat vor? Ja, das ist das eine. Also ich glaube auch, ich möchte es nur mal auch zu bedenken geben. Also ich versuche, konstruktiv damit umzugehen und natürlich dann auch
Die andere Geschichte ist halt einfach natürlich, dadurch, dass du so gut bist, kriegst du viel, nein, danke. Du brauchst gar nicht lachen, nee, kriegst du viel härtere Kritik als jemand, der das Malen anfangen würde. Ich würde nie so brutal mit jemandem umgehen, der jetzt irgendwo eher erste Schritte macht. Würde ich nicht machen. Weil es einfach eine Frage der Verantwortung ist, dessen, ich weiß einfach, dass du auch selber sehr kritisch mit dir bist und ich kenne dich einfach. Ralf hat nämlich mal einen Malkurs bei mir gemacht vor 150 Jahren. Und da waren lauter Karikaturisten da und der war echt richtig gigantisch, der Kurs. Und du hast dann an einem Bild den ganzen Samstag rumgeeiert, mit dem Resultat, dass er total unhappy war. Ich weiß nicht, ob du die Leinwand weggeschmissen hast oder alles runtergewischt hast, aber auf jeden Fall am nächsten Tag hast du eine neue Platte angefangen. Ja, ich hab dich gefragt, ob sich das ausgeht, wenn ich eine neue grundiere und nochmal anfange. Ja. Und da muss ich ehrlich sagen, da war ich extrem beeindruckt. Also ob dieser Arbeitsmoral, ne? Ne? Das Berufseros, Ethos. Ne? Also. Und dementsprechend ist es schon gut. Und es ist tatsächlich so, wenn ich jemanden treffe, der selbstzufrieden irgendwie sagt, ja, ist eh alles super, was ich mache, dann weiß ich, dass es die Person einfach nicht gut ist. Naja, dann muss man auch, also dann kann ich ja nichts mehr lernen. Naja, es ist auch so, dass, also ich sehe es auch so, also mein Scheitern in meinem Bild bringt das nächste Bild zustande. Und wenn ich jetzt einfach kolossal zufrieden wäre und sagen würde, oh, perfekto, alles total tippitoppi, dann könnte ich aufhören. Dann würde ich mir in die Karibik zurück absetzen und trinke nur noch Cuba Libre. Ja, da bleiben wir lieber beim Wodka Tonic. Gibt es irgendwas Wesentliches im Chat? Ja, alle sind wahnsinnig begeistert. Ja, das ist echt Schleimer. Ja, vielen lieben Dank, lieber Chat. Ja, wow. Heute Nacht, wenn ich heimkomme, schaue ich mir den Anfang nochmal an. Erstens einmal, um mir deine Kritik nochmal anzuhören. Okay. Und weil ich den Chat in Ruhe nochmal lesen möchte, weil jetzt lese ich da nur so drüber und bin begeistert von eurer Begeisterung. Oh, ich hab's nicht, ich find's nicht. Okay, so. Ja. Also, das heißt, jetzt. Weg mit dem. Es wird auch noch ein bisschen weitergehen mit. Mit Bilderschau. Denn jetzt kommt es zum Thema. Zicki-Zacki, Hühnerkacki. Ne? Also, nämlich, also heute werden wir die Materialien besprechen. Es wird nicht ganz so lang gehen, aber es kann natürlich sein, wenn ich mich verplaudere, also dass es dann doch ein bisschen aufwendiger wird, weil da hinten und da unten stehen lauter Acrylbilder. Also das heißt, diese Bilder, die sind eigentlich meine, die zementieren meine Expertise. Sage ich jetzt mal. Weil nämlich das Netz so ist, also diese Diskussion, die immer wieder da ist, ob jetzt welche Technik jetzt irgendwie die bessere ist, das können wir jetzt gleich mal aus dem Weg räumen, sondern es gibt einfach nur die Technik, die ihr präferiert, mit der ihr leichter zurechtkommt oder die euch besser entspricht. Und für mich ist es einfach so, die Technik, mit der ihr das am besten ausdrücken könnt, was ihr ausdrücken möchtet. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas schnell notieren möchte, dann würde ich eine Skizze machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel farblich irgendwas schnell notieren möchte, dann würde ich eine Gouache oder ein Aquarell machen. Wenn ich aber jetzt was Aufwendiges mache, was Größeres, dann würde ich jetzt mit Acryl oder Öl malen, weil ich das dann ganz oft immer malen kann. Und dementsprechend ist es so, dass diese verschiedenen Techniken dann unterschiedliche Gegebenheiten haben. Und diese unterschiedlichen Gegebenheiten, die nutze ich in der Form, dass ich immer die Stärken rausnehme. Letztendlich ist es dann auch so, dass ich und das habe ich von einem, ich habe in der Künstlerbibliothek, warte mal kurz, wo muss ich da machen? Da, ne? In der Künstlerbibliothek, da, ne? Ich werde es dann verlinken. Ich muss es dann immer hochzeigen, weil dann finde ich es, wenn ich es nachher dann durchscrolle und so, ne? Werde ich dann den Burton Silverman verlinken. Ich habe da mal die Künstlerbibliothek drüber gemacht und der war Illustrator war jahrelang Illustrator und hat immer Illustration und bildende Kunst gleichzeitig gemacht. Und der hat in einigen seiner Bücher geschrieben und der hat richtig tolle Bücher. Da hat er geschrieben, dass er seine Strategie nicht ändert. Also er malt das Aquarell genauso, wie er Öl malt und er malt das Pastell genauso, wie er Öl malt oder Aquarell malt. Und das werde ich auch machen. Also das sieht man ja schon auch in den ganzen Streams, ich habe zwar ein paar Variationsmöglichkeiten, aber grundsätzlich ist es so, bin ich jetzt niemand, der eine Linienzeichnung macht und die ausmalt. Mach ich nicht. Also weil ich schon allein keinen Stift zum Vorzeichnen verwende. Und wenn ich den Stift verwende, dann mache ich es eher ein bisschen flockiger. Das werdet ihr da auch dann sehen. Ich habe da ein paar Beispiele, ich habe da was vorbereitet. Und ansonsten ist jetzt das zum Beispiel da hinten ein Bild.
Das ist eine Acrylstudie zu einem großen Bild, weil das kann man jetzt zwar schwer sehen, aber es ist auch unscharf. Ich werde dann die anderen Bilder werde ich dann nach vorne holen. Das hängt jetzt mal dekorativ hinten. Das war eine Studie, die dann aufgeteilt wurde in 4 Leinwände, die 1,20 Meter auf 90 waren. Und dementsprechend war das Bild dann 2,40 Meter auf 1,80 Meter groß. Und das wurde dann auf Leinwände gemalt. Und diese Art von Acrylmalerei hat natürlich den Vorteil, dass wenn man jetzt monochrom malt, ist es relativ easy, dann immer wieder auch, zum Beispiel, wenn man eine Dunkelheit vertan hat, gibt man Weiß drauf und wenn man zu hell ist, kann man wieder mit der Dunkelheit drauf lasieren. Und das Acrylweiß hat auch immer wieder diese Eigenschaft, dass es, wenn es trocknet, ein bisschen transparenter wird. Und dementsprechend hat man die Möglichkeit, ganz gut zu schichten. Das habe ich wirklich ganz oft gemacht und so. Ne? Und dementsprechend muss ich auch stehen, habe ich zum Beispiel, weil wir werden es jetzt dann einfach mal so machen, dass ihr das dann so seht. Das ist jetzt ein Porträt von einem meiner Freunde, das ist ein Musikerfreund. Und das haben wir mal im Urlaub gemacht. War der nicht sogar schon im Stream? Na. Hat der nicht irgendwann? Ah doch, ja, logisch. Ja, logisch. Der Markus, der mein Musikerfreund, der immer Klampfe spielt und so. Ne? Und das ist jetzt auf Aquarellpapier gemalt. Auf Aquarellpapier gemalt und dann später auf Leinwand aufgezogen. Also das heißt aber auch, ich habe damals das Aquarellpapier, weil nämlich mit der Acrylfarbe, ich werde dann später bei den Materialien noch drauf zu sprechen kommen, die große Schwierigkeit bei Aquarellpapier, Papier, das unter 300 Gramm ist, wird sich blöd wellen und man kriegt es nicht mehr gerade mit der Acrylfarbe. Und dementsprechend habe ich dann oft diese Aquarellpapiere, die relativ dünn waren, die habe ich mit Eiklar habe ich die auf einer Platte aufgezogen und dann sind die draufgeklebt gewesen und wenn du fertig bist, das kannst du es wieder wegmachen. Das ist so eine Aquarell- Aufspanntechnik für Papiere, wo man dann den Büttenrand behält. Ne? Also das ist so ein Vorteil des Ganzen. Ne? Dann habe ich mir sagen, was du haben willst. Ja, das ist kein Ding. Also ich habe jetzt hier. Also mir ist auch lieber, wenn ich sie nicht angreifen muss. Das ist keine Sache. Das Damani, da habe ich zu der Zeit, das war das gleiche wie das Bild, das da hinten ist. Da sieht man, ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann, ist dann ganz viel mit Lavierung, also mit Lasuren gemalt. Also, oder mit sehr dünner Acrylfarbe, die immer wieder drüber übereinander geschichtet wurde. Ich gebe es ein bisschen höher, genau. Ja, dann wird man gibt es ja. Noch ein bisschen eben. Ja, genau. So. Ah, ja, genau so. Da spiegelt es jetzt wieder. Ja. Chuck. Ja. Ja, genau so. Und das Ganze ist 50-60 ist das, ne? Und das Nächste ist dann auch so, dass ich dann ganz oft hergegangen bin. Das hebe ich mal für den Schluss auf. Dass ich dann zum Beispiel auch immer wieder zum Beispiel monochrom arbeite. Also das heißt, das hier, da werdet ihr dann noch mehr sehen, das ist der Leos Janacek und da habe ich dann zu der Zeit habe ich relativ viele Karikaturen gemacht. Da war ich noch irgendwie beeinflusst von meinem Professor. Und dadurch, dass das jetzt fast monochrom ist, also nur im Jackett ist ein bisschen der Farbe, habe ich dieses Weiß immer wieder in Schichten aufgetragen und habe dann dadurch diese Modellierung hingekriegt, die auch dann auf die Entfernung relativ weich ausschaut. Das habe ich dann nochmal digital, das könnt ihr dann eigentlich auch nochmal ein bisschen besser sehen. Ne? Also das ist dann nicht so gehalten und so. Und bei mir war das dann so, dass ich zu dem Zeitpunkt Öl gemalt habe und ich war dann so frustriert mit dem Ölmalen, weil ich einfach zu wenig Farbe verwendet habe und immer wieder die Farbe so hin und her gestrichen habe, dass ich dann bei der Acrylfarbe einfach das in diesen Flecken setzen musste. Und da seht ihr, dass dann diese Art und Weise zum Beispiel dann, wie die Flecken gesetzt sind, muss man sich entscheiden, weil man halt einfach nicht so gut vermalen kann. Na? So, kurze Pause, es gibt nämlich ein paar Fragen. Ja. Sabine fragt, ist es auch möglich, das Papier oder auch Bogenleinwand mit Holzleim auf Platte zu kleben, wenn es bereits fertig bemalt ist? Ja, die Problematik ist, da werde ich dann darauf zu sprechen kommen. Wenn ihr zu dünnes Papier verwendet, bei der Acrylfarbe, eigentlich wollte ich das erst im technischen Teil erwähnen, aber ich kann es jetzt natürlich nochmal jetzt schon beantworten. Das ist so, die Acrylfarbe hat wirklich eine Sache, das ist ein Vor- und Nachteil. Deswegen verwendet man es oft zum Leinwände grundieren, weil die Acrylfarbe trocknet durch Volumenverlust. Und das ist auch das Problem, dass die Ölfarbe, wenn du den Pinselstrich setzt, sind in der Ölfarbe diese Rillen. Und in der Acrylfarbe ist es so, dass dann die Rillen noch stehen, wenn sie nass sind, und dann macht so blieb. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Also dann verlaufen diese scharfen Kanten, die bei der Ölfarbe stehen bleiben, durch die Borste oder so, die verlaufen dann.
Das hat aber damit zu tun, dass diese Farbe sich zusammenzieht. Und bei einem zu dünnen Papier wird dann dieses Papier in so kleinen Wellen auftrocknen, eben in Faserrichtung. Und diese Wellen sind nicht mehr rauszukriegen, weil nämlich dann dieses Papier zusammengezogen wurde von der Farbschicht oben und es ist nicht mehr zu plätten. Also das heißt, ich kann, normalerweise würde ich zum Beispiel ein Aquarell, wenn ich es jetzt mal und es ist wellig oder irgendeine Papierzeichnung, das nass geworden ist, kein Problem. Ich mache das von hinten nass, gebe es dann zwischen Graupappen, beschwere es, lasse es ein paar Tage liegen und bam, ist alles total super. Also das, dadurch kann man jedes Papier plan kriegen, bei der Acrylfarbe nicht mehr. Das heißt, ich werde bei den Materialien drauf eingehen, also unter 400 Gramm würde ich nicht empfehlen, auf ein Papier zu malen. Also selbst wenn man es aufspannt, wird es problematisch sein. 400 Gramm. Kein Problem. Das ist so ein ordentliches Steak, oder? Ja. Das ist ein ordentliches Steak. Und Es geht dann noch weiter mit Fragen. Mhm. Ist da Firnis drauf oder kommt das von der Acrylfarbe selber? Ja. Genau. Weil das ist einfach so, ich habe dann, das ist jetzt eine gute Frage, nämlich, das seht ihr jetzt hier, wenn ihr das jetzt, ich drehe das mal zur Lampe hin. Seht ihr das? Das Ganze ist so, das ist jetzt auch so, das habe ich den Ralf gezeigt. Das hier ist, das hört man, oder? Aquarellpapier. Mhm. Das ist ein 300 Gramm Aquarellpapier, das nass auf einen Keilrahmen aufgezogen ist. Und du siehst es, ich habe es echt relativ viele Tackerklammern, weil ich habe auch größere Formate gemacht. Ich habe zum Beispiel so Kupferdruckbütten, das 450 Gramm hat. Das war 1,8 Meter auf sowas. Das habe ich fast 70-100 aufgespannt. Und dann habe ich mit Acrylfarben drauf gemalt. Und am Schluss versiegel ich das dann mit einem Glanzfirnis. Das ist so von Lascaux, das UV-Schutz-Glanzfirnis. Weil, und da werde ich dann auch noch drauf zu sprechen kommen, ich mag die Acrylfarbe entweder matt oder glänzend. Aber so, wenn sie dann so dazwischen ausschaut, dass sie dann so nach Plastik ausschaut, weil nämlich durch dieses, da dürfen Sie nicht täuschen lassen, durch dieses Firnis kriegt die Farbe wieder noch eine ganz andere Intensität an Leuchtkraft. Ne? Jetzt hier auch zum Beispiel, da siehst du diese, das ist vielleicht im Video nicht ganz so gut zu sehen, aber die Transparenz der Flächen ist natürlich auch extrem. Also weil eben die Acrylfarbe da in der Form nicht dick aufgetragen wurde. Monika Neuwert fragt, gibt es einen Grund, warum du Aquarellpapier für Acryl verwendest? Ja, weil das halt natürlich schon mal ein Papier ist, das Wasser gut verträgt. Aber ein Zeichenpapier ist in der Regel nicht 300 Gramm stark. Ne, das ist ein 300 Gramm Papier. Das ist, fass mal an, wie kräftig das ist. Mhm. Mit einem dünneren Papier zerfetzt es. Also das zerreißt dann an den Ecken und so. Das hält es gar nicht aus. Also das ist so, eben, also das ist so, 300 Gramm ist so Minimum, wenn man es gut kaschiert. Also ansonsten hat man keine Chance. Ne? Wood Spirit fragt, ob du zeigst, wie man das Papier aufzieht. Könnte ich eigentlich auch machen, also wenn ich in guter Laune bin. Mhm. Also das ist so, das könnt ihr, das, also in dem Fall Call to Action, schreibt's rein, ob ihr sowas mal sehen wollt, weil das ist an sich, ich kann es natürlich auch mal in einem gesonderten Video machen, weil das eigentlich für den Stream vielleicht gar nicht mehr so wahnsinnig interessant ist, weil das kann ich einfach mal machen. Vom Prinzip her ist es nämlich ziemlich genial, weil man nämlich logischerweise, man muss es nicht mit Acryl malen, sondern ich habe auch Aquarelle gemacht. Ich habe auch Aquarelle in der Form gemacht und ich habe die aber auf Staffelei gemacht. Ich habe die nicht gelegt, sondern ich habe die hochkant gemacht und habe dann aquarelliert. Und das ist natürlich total cool, weil das total plan bleibt. Ja. Nur mit dem Rahmen hat man halt das Problem, man muss dann trotzdem Glas davor geben. Bei der Acrylfarbe, das ist, oder Öl, das ist halt einfach relativ unempfindlich, sobald es gefirnist ist und so. Ne? Und hier habe ich, ich dürfte dir eins geben, jetzt wäre die große Frage, ne? Das ist, wie heißt der nochmal? Mike Gressle. Das ist ein Karikaturkollege von uns, den wir von der Eurokartür kennen. Und dadurch, dass ich immer die Fotos von der Eurokartür mache, ist es immer so, dass ich dann immer, wenn jeder Karikaturist, der sich fotografieren lässt, oder so, oh, he needs reference. Und die machen dann immer total irre Gesichter und so. Also das ist so, das ist ja super. Also das heißt, schreibt mal in den Chat, welches davon ist Öl und welches davon ist Acryl. Ich habe nämlich das eine in Öl und das andere in Acryl gemacht. Wir müssen jetzt eine Zeit lang müssen wir es halten. Ja, ja, gibt es ja, noch eine Frage? Dann kann ich die Frage zuhören. Aufspannen bitte zeigen. Eben deswegen sehr interessant. Wäre schön zu sehen,
musste jetzt... Ja, spann uns ein, bitte. Ja, es wollen alle sehen. Ah, okay. Warum benutzt du kein Acrylpapier, fragt Susanne Stiller. Also, weil ich so alt bin, dass es zu meiner Zeit so Zeug nicht gegeben hat. Das ist jetzt irgendwie nur für die neuen Jungmaler, haben sie irgendwie so... Das ist doch völlig für den Hugo, ob das jetzt Acrylmal ist oder Ölmalpapier. Also, das ist so... Alle sagen, rechts ist Öl. Rechts ist Öl, manche sagen links Acryl. Monika sagt, Ralf hält Acryl. Moment, ich bin links, ich halte Acryl. Ja, genau. Also, das heißt, man kann es natürlich schon sehen, ne? Ronald Hefner schreibt, Ralf hat das Ölbild, Stefan ist Öl, Ralf Öl, Stefan Acryl, Ralf hat Acryl. Echt? Ja. Also, es ist ganz unterschiedlich, oder? Ist unterschiedlich? Links ist Öl. Links ist Öl, das bist dann, also, du, ne? Das war halt ich, ja, also Kamera links nehme ich an. Ja? Interessant, ne? Ralf trägt Acryl. Ralf trägt Acryl. Also das ist super. Also das finde ich gut, wenn es dann so unentschieden ist. Ich würde sagen, dann lassen wir es doch, unaufgelöst, oder? Ja. Schaut es euch nochmal genauer an. Ja, das ist wir können jetzt noch ein bisschen wackeln. Ich glaube, du bist ein bisschen zu hoch. Okay. Wir können es noch ein bisschen so hin und her wackeln, dass man vielleicht doch sowas von der Oberfläche sieht. Ja. Ne? Also das ist, meines ist Ölfarbe und das vom Ralf ist Acrylfarbe. Und blöderweise, ich habe schon Ralf erzählt, ich habe es gefilmt. Ralf Öl, Raff H. das Acryl. Ja, genau. RAF. Und hier kommt jetzt eins meiner Lieblingsbilder, das habe ich auch noch zum Abschluss genommen. Was ich nämlich irgendwie euch zeigen möchte, ist, dass ihr eigentlich mit der Acrylfarbe auch relativ weiche Übergänge malen könnt. Also ich muss mich wieder rausbeugen, damit das scharf stellt, oder? Ja, genau. Und es ist nämlich so, dass das ist hier jetzt auf Graupappe gemalt. Ne? Am 17.02.2004 ist es gemalt worden. Das habe ich aus meinem kranken Kopf rausgeholt, diese ganze Geschichte. Und man sieht natürlich dann, das nennt man diese Technik, nennt man Scumbling. Ich hoffe, dass ihr das im Videobild gut sehen könnt. Nämlich in der Form, dass dann die Farbe relativ, also das werde ich euch auch zeigen, ich werde die relativ dick auftragen, die braucht eine Zeit lang zum Trocknen und ich arbeite dann mit dieser Farbe. Das heißt, ich kann teilweise die Übergänge weich ineinander übermalen und wenn es dann das Trocknen anfängt, dann fängt es das Kleben an und dann malt man drüber und dann tut man schummern. Also das ist so, und das ist einfach nur die Graupappe. Und diese Graupappen, die sind natürlich, da sieht man, das bleibt auch relativ plan. Ich habe es nicht einmal hinten. Also man kann es dann natürlich, wobei die ist echt super stabil, die ist 3 mm und so. Das ist so, nimmer Problema. Also das wären so jetzt mal Greatest Hits, die ich heute rausgefutzelt habe aus meinem Lager. Und vor allen Dingen, das sind dann immer diese Bilder, die es überlebt haben. Also weil ich ja von jeder Übersiedelung, wie man in Österreich sagt, also von jedem Umzug, ich immer wieder dann natürlich Sachen kaputt gemacht habe. Ja. Dietmar Stiller schreibt, stimmt, Acrylmalpapier ist sehr easy und wälzt sich nicht so und zieht die Oberfläche nicht so arg zusammen, weil beschichtet. Genau. Susanne Stiller schreibt, also, die könnten sich das auch... Sitzt sie eigentlich nebeneinander oder wie läuft das bei euch? Stefan, so alt bist du auch noch nicht oder Dietmar hat seine Geburtsurkunde gefälscht. Stimmt. Ja, aber der Dietmar malt natürlich viel mehr Acryl, ne? Und auch permanent. Und die ganze Geschichte ist natürlich auch so, dass auch dieses Acrylmalpapier in der Regel, also das ich kenne, ist auch relativ dick. Das ist 400, 450 Gramm oft und so. Also das ist schon echt ordentlich und so. Und jetzt zum Abschied, zum Abschluss von der Bilderschau. Da war nachher. Ja, genau. Habe ich euch noch Bilder vorbereitet, die ich gemacht habe. Die waren irgendwie Anfang 2000 und es war ein verzweifelter Versuch, Geld zu verdienen, weil ich ja natürlich nach Wien gezogen bin. Und haben mir gedacht, naja, das ist eine Stadt der Musik und so. Und das vielleicht irgendwie dann so, dass ich da vielleicht Kundenbilder verkaufen könnte mit Komponistenporträts. Mhm. Aber all meine Ideen, ich habe ja schon Pferdebilder gemalt und so Zeugs, also die waren eigentlich eher verzweifelte Hilferufe. Aber Pferde sind nicht besonders gut im Komponieren, oder? Die sind nicht gut im Komponieren, aber in dem Fall habe ich dann gedacht, ich habe hier eine Zielgruppe, die sowas kaufen könnte. Und das ist nämlich Hector Berlioz. Und da sieht man mal... Aber der Hector hat das Bild auch nicht gekauft, oder? Na, der Hector ist ein großer Meister, doch lang schon tot. Wie lehrt euch der Meister gebot? Das ist Meistersinger von Tricky Ricky. Ich mache es jetzt ein bisschen schneller. Dann haben wir hier Benjamin Britten mit Schwellkopf.
Und da ist es auch so, das ist wie beim, da seht ihr das dann, das ist wie beim Janacek, dass ich dann eigentlich in ganz dünnen Schichten immer wieder drüber gegangen bin, drüber gegangen bin, drüber gegangen bin. Da der Leosch, und da sieht man es jetzt eigentlich auch in der Vergrößerung, Mensch, mein Elbe, das ist fettig. Ja? Da kann man es ganz gut sehen, ne? Also wie das ausschaut. Jupp. Ja? Also man hätte schon noch ein bisschen genauer machen können. Man, und so, ne? Man kann ganz gut sehen, wenn man einen Monitor hätte, auf dem man was sieht. Muss ich da echt gestehen. Hast du denn einen übrig daheim? Ich habe schon überlegt, aber ich habe den einen, den ich gehabt hätte, habe ich schon verschenkt. Der ist jahrelang bei mir herumgestanden, aber der ist leider wirklich weg. Das ist ein Brot- und Butterbilder, schreibt er. Ja, genau. Das ist ein Porträt, das Original ist von Ilja Repin und das ist der Modest Mussorgsky. Und ich habe auch ein bisschen die Proportionen verändert, nämlich irgendwie die Augen und Nasen irgendwie so klein gemacht. Natürlich habe ich dann die russische Trinkernase gemacht. Und da sieht man es auch ein bisschen, ne? Also ich hoffe jetzt mal, dass man es dann im Video, ich schaue es mir dann später mal an, ob man es dann im Stream schaut es eh ganz gut aus. Ah ja, okay, dann ist gut. Schaut es ja gut aus? Naja, okay, das ist ja nicht die richtige Auflösung. Ja. Ne, ist noch nicht Full HD, ne? Yeah. Aber auf jeden Fall seht ihr schon, also das ist so, da bin ich, man ist ja auch mit der Acrylfarbe ein bisschen zeichnerischer als mit der Ölfarbe, weil man natürlich auch die Farben nicht so gut ineinander malen kann. Andererseits, wenn man natürlich ein bisschen mehr Gas gibt, dann hat man schon die Möglichkeit, einfach auch Strukturen zu schaffen. Ich hatte da eine ganz grobe Leinwand, wenn ihr das anschaut, die ist super grob gewesen. Und ich habe immer wieder variiert mit transparenten Farben, deckenden Farben, ne? Da sieht man das. Die Lichter sind eher deckend und die Schatten sind da nochmal drüber lasiert. Also da sieht man es jetzt ganz extrem, dass das Grün nochmal über die Hautfarbe drüber lasiert ist, damit der Bartschatten dann drinnen ist und so. Susanne Stiller und Esther haben geschrieben, Bilder einer Ausstellung, direkt untereinander. Ich glaube, die Susanne Stiller sitzt nämlich mit der Esther auf einem Sofa. nicht mit dem Dietmar. Modest Mussorgsky. Aber ich möchte euch nur nahe, also ich mag ja eher, wenn fettleibige Menschen das Schreien anfangen, deswegen bin ich ein großer Freund der Oper. Und eine der tollsten Opern, die ich auch kenne, ist Modest von Mussorgsky, Boris Godunow. Sagt dir jetzt nichts, oder? Jetzt schaust du mich an. Tja. Die Bildung ist hier nicht wirklich zu Hause. Voll gedisst, Alter, ey. Du, ich war bei der Zauberflöte. Also, Call to Action ist die Frage. Das ist jetzt bin ich gespannt. Ich habe nämlich einen Stream gemacht über den Stefan Nützel und da habe ich das Bild schon mal gezeigt. Also das heißt, wer da dabei war, der könnte es vielleicht wissen und hat es aber vergessen. Weiß jemand, wer die drei Jungs sind, die da so abgebildet sind? Das wäre jetzt echt wirklich, das ist die gute Wissensfrage. Petra Zipfel schreibt, Stefan, ganz schön toll. Und ich habe hier eben auch variiert. Also ich habe eben viel monochrom gearbeitet und man kann dann eben immer wieder in die eine Richtung gehen, in die andere. Man kann es abdunkeln, man kann es heller machen. Also man hat schon echt richtig gute Möglichkeiten. Und hier unten das ganze Podest ist mit Malspachtel gemacht. Also da habe ich dann die Farbe drauf gespachtelt. Und hier, bei dem hier, da könnt ihr sogar sehen, wie die Bleistiftvorzeichnung ist. Ich habe echt ziemlich viel rumgegritzelt und gekrackelt. Also da war unten drunter schon eine ziemlich heftige Vorzeichnung. Ich weiß nicht, ob man es da noch erkennen kann. Peter K. schreibt, Bruckner. Nein. Er schaut ein bisschen ähnlich aus, der Bruckner, ja? Das stimmt. Aber auch beim Land bist du richtig. Wer hat das gesagt? Petra K.? Peter K.? Peter K., ja. Ja. Sascha Konstantin schreibt Pinky und der Brain. Ja, das sind auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob. Ich oh, ja, die meinen uns, oder? Bee Gees schreibt der Kunstlich. Schick uns deine Adresse, du kriegst den ersten Preis. Das sind die Bee Gees. Das war vor dem sie das Makeover gehabt haben und so, von der Heidi Klum. Also die Heidi ist gekommen. Grüß dich! Ich habe heute leider kein Bild für dich, weil du musst das Make-over machen und so, weil du einfach irgendwie ein bisschen dein Styling verändern musst. Ne? Dann haben sie irgendwie andere Haarfrisuren gekriegt und schon waren es die Bee Gees, ne? Mhm. Danach. 12-Ton-Musiker oder so, schreibt Monika Neuwirth. Ei, gut, du bist. Das ist der Treffer. Also. Das ist der Treffer. Wenn es jetzt noch weiß, wer das ist. Es sind zwei Musiker und der in der Mitte, es ist eher. Das ist eher nicht Ton, oder? Doch.
Der ist der Meister. Nee, aber das ist der Lehrer. Ja, aber das ist ja eher Stein, oder? Ja, aber der ist ja natürlich dann der Gottvater sozusagen, ja. der Godfather, ne, von dem Ding. Weiß das jemand? Tolle Nasen. Ja. Peter K. weiß es, ja. Also der in der Mitte ist der Schönberg und die links und rechts sind seine Schüler. Linke Hand ist der Alban Berg und rechts ist der Anton von Webern. Also da war ich zu dem Zeitpunkt noch ziemlich begeistert. Also jetzt schaffe ich es nicht mehr wirklich, die Musik anzuhören. Nämlich mit der Peter K. Mit der Peter K. habe ich diese Woche eben über Schönberg geredet. Aha. Max Sock schreibt, auf der Seite ist der Cousin von Putin. auf der Stele. Auf der Stele. Ja, schaut ein bisschen so aus. Nun gut, das war jetzt eigentlich die Bilderschau. Also das heißt, so schaut's aus. Und in dem Fall, so kann man mit Acryl malen. Gabriele Wood gefragt... Machst du die Farbe durch Verdünnung lasierend oder wählst du gleich lasierende Farbe? Das ist immer das Gleiche. Also, ja. Kann man so sagen? Es ist so, ich habe immer die gleichen Farben. Das ist so, ob ich jetzt, das werdet ihr sehen. Meine Acrylfarben sind die gleichen Farben wie meine Ölfarben. Das heißt, ich habe kühles Gelb, warmes Gelb, kühles Rot, warmes Rot und zwei verschiedene Blautöne. Und das heißt, das kalte Rot und die Blautöne sind lasierend und die anderen Farben sind deckend. Du aber, Stefan, das hast du beim Öl schon erzählt. Ja, ich wiederholst so, dich. Ja, ich bin echt wirklich einfältig und langweilig. Und dementsprechend ist es jetzt so, dass wir jetzt zu den Materialien kommen. Und ich mache jetzt nur einen groben Überblick, wie lange sind wir in der Zeit. Also das wird heute nicht ganz so lang sein. Also das heißt, ihr habt eben noch dann Zeit, euch dann die Nachrichten anzuschauen und zu hören, die in Deutschland sitzen, was der Meister Lauterbach zum Besten gibt und so, und in Österreich, ob wir mal wieder einen neuen Bundeskanzler haben. Also solche Sachen, also die Irrsinnigkeiten der Politik. Esther schreibt, Erdogan ist in der Mitte. Genau. Und Sascha Konstantin fragt, ob man das letzte Bild in der Dropbox haben könnte. Das Bild in der Dropbox? Mein gemaltes Bild? Por qué? Warum? Ja, warum? 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 Ja, das ist so die große Frage, ne? Ich glaube, damit man sich das in Ruhe genüsslich anschauen kann und reinzoomen kann. Okay. Und dann einen hochwertigen Chiclet-Print in 2x5 Meter machen kann und damit sein Wohnzimmer zu tapezieren. Aha. Okay, gut, das war jetzt eine depperte Antwort, aber wie gesagt... Monika Neuwert schreibt, das ist nicht lustig. Was ist nicht lustig? Ich weiß nicht. Okay. Wir kriegen den Chat ja immer zeitverzögert. Also das heißt, das ist immer, bis wir darauf antworten. Was war nicht lustig? Also wir bemühen uns so wahnsinnig. Also, ja. Ich finde auch, wobei ich mich... Moment. Ne? Also ich gehe jetzt zur Materialbeschreibung, da brauche ich dann echt Birkstoff. Ja, eh. Und ich brauche nicht dabei sein, weil das interessiert mich eh nicht. Also, aber... Ich werde jetzt grundsätzlich einfach mal was. Soll ich mir so viel Zeit lassen, wie du mit dem Material beschreibst? Nee, du kannst schon wieder kommen. Nein. Du schnell zu deinem Wodka kommen. Ja, genau. Okay. Letzteres bitte. Letzteres. Ich finde es total super, dass man einen Assistenten hat. Also, das ist so. Also, ich denke einfach, ich bin jetzt echt in einer Position, wo ich es einfach geschafft habe. Also, es ist einfach so. Das muss man einfach mal sehen. Ich habe es einfach geschafft. Das ist so. Ich habe es einfach geschafft. Ist einfach so. Ich kann leider den Chat nicht lesen. Und da ist es zu klein. Grundsätzlich, ich habe es schon mal eingangs erwähnt, einfach auch diese Diskussion, ob jetzt Öl oder Acrylfarbe. Es ist dann auch ganz komisch, weil die Diskussion, die geht ja noch weiter, weil zum Beispiel Aquarellisten dann sich immer wieder beschweren, dass sie zum Beispiel ihre Aquarelle dann nicht so teuer verkaufen können wie ein Ölbild. Also das heißt, ein Ölbild wird einfach teurer verkauft werden als ein Aquarell. Und da könnte man natürlich auch drüber diskutieren, weil für mich ist es einfach so, dass die Aquarellmalerei echt wirklich super anspruchsvoll ist. Also das ist so, gute Aquarellisten findet man nicht wirklich viele. Und es hat damit zu tun, dass Aquarellmalerei gerichteter Zufall sind. Ist, nicht sind. Aquarellmalerei ist gerichteter Zufall. Und das ist schon schwer, weil man natürlich einerseits irgendwie ein bisschen die Kontrolle behalten möchte und andererseits dann natürlich auch damit sich wohlfühlen muss, dass die Farbe halt irgendwas macht. Also, dass es irgendwo hinfließt und dass halt irgendwelche Effekte entstehen, die man nicht kontrollieren kann. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass es eigentlich unfair ist, dass natürlich beim Ölbild
einfach mal viel mehr Geld verlangen kann. Und ich habe das, glaube ich, auch schon mal von Acrylmalern gehört oder so, dass sie gesagt haben, ja, das ist ein Acrylbild und das hat einen anderen Stellenwert wie ein Ölbild. Und ich finde, das ist alles ein totaler Blödsinn. Das ist ein totaler Blödsinn, weil es geht um die künstlerische Aussage und es geht darum, wie ihr euer Material verwendet und was ihr damit ausdrückt. Also das ist irgendwie auch die Sache. Die andere Geschichte, die natürlich relevant ist, merci beaucoup. Die andere Sache, die natürlich relevant ist, das ist so, in dem Video, den ich da verlinken werde, beschreibe ich eben die Unterschiede zwischen Acrylmalerei und Ölfarben. Und da ist es eben so, es gibt eben diese Pros und Cons. Und Pros und Cons? Pro und Con? Also Vorteile und Nachteile auf Deutsch. Die Vorteile sind manchmal auch gleichzeitig Nachteile. Also der Vorteil, dass die Acrylfarbe schnell trocknet, ist auch der Nachteil. Und bei der Ölfarbe, dass es lang offen bleibt, ist dann auch wiederum der Vorteil und der Nachteil. Also das heißt, letztendlich läuft es dann immer auf das raus, was für euch besser passt. Also wie ihr besser arbeiten könnt. Und ich werde in diesem Webinar werde ich dann einfach unterschiedliche Ansätze zeigen. Also das heißt, ich werde mit ganz dünnen, lasierenden Farben arbeiten. Also das heißt, wo ich das Ganze jetzt relativ flüssig halte. Ich werde dann auch sehr, sehr pastos werden. Ich werde mit Strukturpasten arbeiten. Also ich werde unterschiedliche Sachen machen. Und eine Sache ist auch so, dass und das wird jetzt dann auch kommen. Es gibt eben zwei Sachen, die ich... Also, persönlich, und das ist meine persönliche Meinung, da muss man das jetzt irgendwie... Achtung, Meinung. Genau, Achtung, persönliche Meinung. Nicht allgemeingültig, ist nicht in Stein gemeißelt. Ich mag teilweise Acrylmalerei nicht, also wir haben drüber geredet, wo dann, und das habt ihr schon mal gesehen, wenn dann zum Beispiel ein Pinselstrich ist und daneben ist so ein Quetschrand und diese Quetschwurst ist auf der Oberfläche und man hat dann ganz viele von diesen Quetschwürsten, wo man immer wieder drüber malt. Keine Leiden, regt mir auf. Das andere ist, wenn es dann zu... ungeschlacht von der Farbigkeit ist. Kann ja auch nicht leiden. Weil oft die Acrylmaler, weil sie wissen, dass ihre Farbe eintrocknet, natürlich dann gerne mal viele Farben kaufen und dann mischfaul sind. Das ist einfach also die Sache. Und die Farbigkeit, und das haben wir jetzt in allen Streams, habe ich das jetzt immer wieder gezeigt. Also die Farbigkeit hängt nicht davon ab, dass ihr 350 Farben habt, sondern dass ihr beherrscht, dass ihr die Fähigkeit habt, Farbe zu steigern im Kontrast zu einer anderen. Ich sehe da ziemlich viele Stefan Nutzl. Ja, ich versuche zu eruieren. Also Apo schreibt Ed Stefan Nutzl, Gratulation dazu. Zu was? Es ist noch ein Smiley mit einer Zunge dabei. Hilft dir das? Ich war nicht da, ich weiß nicht, worum es ging. Keine Ahnung. Manchmal ist es aus dem Kontext. Der Kunstlich schreibt, das Beste an Acryl ist, dass man mit Öl drüber malen kann. Das nicht lustig vorher war bezogen auf die Bundeskanzlerfrage. Ach so, okay. Was, war das lustig oder nicht lustig? Monika, das ist nicht lustig, die Bundeskanzlerfrage. Ah ja, okay. Ja, ist halt so. Österreich, irgendwie haben wir jetzt schon den zweiten nicht gewählten Bundeskanzler. Und ich durfte dann mal mitwählen. Du hast mir den eingebrockt. Hast du den gewählt? Also den ersten, den da. Okay, wir wollen keine Tagespolitik haben, machen. Hatten wir schon das Vergnügen miteinander? Soll ich mich mal politisch... Nein, so. Der Kunstlich schreibt, Acrylbilder sind deshalb nicht so teuer zu verkaufen, weil der Käufer die Entsorgung als Sondermüll einkalkuliert. Mann, jetzt hör auf! Das ist echt wirklich... Du gießt immer wieder Feuer ins Öl. Also, und dementsprechend werde ich mal zu den Materialien gehen. Nämlich das Allerwichtigste ist das hier. Das da hätte ich gerne. Ja, genau, der Knopf. Und unser Gesichtel und so, ne? Also, das heißt, ich habe es auch gesagt, also ich werde hier meine Altlasten verarbeiten, weil wenn ihr zum Beispiel dann mal irgendwie so die Lascaux-Farben anschaut, dann werdet ihr sehen, dass das Etikett schon anders ist, weil die Farbe ist locker 20 Jahre alt. Also locker. Ne? Also, das ist jetzt die große Frage. Ja, das ist eine große Frage. Ja, ein bisschen was. Ui, da ist ein bisschen was eingetrocknet. Okay. Aber ihr seht, also das seht ihr nicht, ne? Hier das Cadmiumrot ist schon super heftig. Also, Cadmiumgelb. Ja? Entschuldigung, Meister, das okay, ist Jim. Kein Rot. Ja, Entschuldigung. Ich kenne mich mit Farben nicht so aus, wie ihr merkt und so. Also, das ist so. Aber es ist natürlich schon der Knaller. Also, das ist so. Und
Was ich da jetzt nämlich auf dem Tisch aufgebaut habe, sind unterschiedliche Qualitäten. Und das ist natürlich immer so, ihr werdet natürlich dann mich fragen, was man kaufen sollte oder nicht kaufen sollte und so. Und letztendlich ist es so, ah, das ist nett, aber das hilft nichts. Schau, passiert gar nichts, ist es? Ja, ist schon getrocknet, du hast, ne? Du hast dann was zum Reinwischen. It was dry, you know? Bevor ich meine Brusthaare dazu zur Verfügung stelle, habe ich mir gedacht, gebe ich dir halt. Also, ich habe hier nämlich unterschiedliche Qualitäten. Also das heißt, von was ich euch wirklich abraten würde. Und ihr könnt gern dann in die Kommentare das reinschreiben, wenn ihr was wissen wollt. Oder, aber es ist einfach so, es gibt eben zum Beispiel so von Lukas gibt es zum Beispiel so ganz einfache Qualitäten. Also genau, diese Acryl Studio. Entschuldige, bevor du jetzt auf die Qualitäten eingehst, hätte ich hier noch eine gute Frage von Volker Pfaffenholz. Ja. Was genau ist Acrylfarbe? Ah, das war vorhin schon die Frage. Ne? Ja. Mhm. Ui, die ist aber sehr allgemein, weil grundsätzlich ist es so, muss man nochmal kurz umschalten, grundsätzlich ist es so, dass jede Farbe, definiert sich übers Bindemittel. Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel das eine Aquarellfarbe heißt oder Watercolor in Englisch, dann ist es mit Gummi Arabicum abgebunden. Und die Gouache-Farbe ist eigentlich in der Regel, also die traditionelle, also jetzt nicht die von Lascaux, aber die traditionelle ist auch mit Gummi Arabicum abgebunden. Und nur ist die Gouache-Farbe halt einfach ein bisschen mit Füllstoffen versetzt, damit sie deckend wird. Also das heißt, die schaffen das dann, dass zum Beispiel ein Ultramarinblau, das eigentlich ein transparentes Pigment ist, auch deckend ist, weil sie eben diese Füllstoffe reinmachen. Und so ist es eben so, dass in der Acrylfarbe eine Emulsion drin ist. Also das heißt, vom Prinzip her ist dann zum Beispiel das, was der Binder ist in der Acrylfarbe, dann oft auch zum Beispiel sowas, was die Farbhersteller als Malmittel verkaufen. Ich habe hier Medium 1 und das ist jetzt Matte Medium von Liquitex. Also das heißt, ich habe dann einfach solche Medien und diese Acrylemulsion, die sind oft das Bindemittel von Acrylfarben. Und die Ölfarbe, die ist auch wiederum dann mit verschiedenen Ölen gebunden. Also in der Regel ist es Leinöl, aber es gibt zum Beispiel dann Weißpigmente, die mit Distelöl abgebunden sind, weil das nicht so stark gibt. Ja? Aber bei der Ölfarbe sind ja sämtliche Hersteller, es ist zwar vielleicht unterschiedliches Öl, aber ich kann das ja super mischen, weil Öl ist Öl und fällt und ist wurscht. Genau. Bei der Acrylfarbe, das ist ja faktisch irgendeine Art von Chemie, die da drinnen ist als Bindemittel. Sind die alle miteinander kompatibel? Ja, in der Regel schon, ja. Da ist es genau das Gleiche wie bei der Ölfarbe. Ja, also weil ich habe hier, keine Ahnung. Ich habe hier eben die verschiedensten auf dem Tisch. Also das heißt, ich habe die unterschiedlichen Farben und die kannst alle mischen. Da, wo sich das dann unterscheidet, das ist dann, da, genau. Oh, da Ralf kennt sie besser aus als ich. Da, wo sich es nämlich unterscheidet, das ist einfach in dem Fall, wie stark die verschnitten sind. Und wenn ihr zum Beispiel von Dale Rowney, gibt es zum Beispiel die System 3 von Lukas gibt es, also von Kreul gibt es die Triton oder so ähnlich, hat es damals gegeben, das war eine Abtönfarbe. Wenn ihr glaubt, dass ihr damit irgendwas malen könnt, dann könnt ihr es einfach vergessen. Das ist einfach so, das ist so, blöderweise jetzt zum Beispiel hier, ich habe hier jetzt zum Beispiel die Akademie Acryl. Ne, von Schminke. Schminke ist jetzt kein schlechtes Fabrikat. Aber es ist trotzdem ein Rotz, weil es die Akademie-Qualität ist. Das heißt, wenn ihr Schminke nehmt, dann nehmt die Primacryl, die Künstlerqualität. Das heißt, jetzt hier diese Lukas Studio, die sind, wenn ich die rausgebe, ist sie auch relativ dünnflüssig. Also das heißt, die sind nicht gut pigmentiert und man kann nicht wirklich was machen. Ich habe hier eher, auch Dale Rowney hat hier Ultra Thick Acrylic. Hier ist es so, die Lukas Kryl hier, die sind anders als diese Lukas Kryl Studio. Das hier ist die Künstlerfarbe, das ist die Studienfarbe. Ich muss es einmal so machen, dass man es dann sieht. Und das hier ist ein getrocknetes Ding, was dann immer noch so ist. Und nämlich, was das hier ausmacht, ne, wenn ihr das seht, habe ich hier Preußisch Blau. Und Preußisch Blau, also nehmen wir es jetzt mal hier, ich habe hier eine Liquitex-Tube. Und hier bei Liquitex steht hier, das könnt ihr jetzt nicht richtig gut sehen, aber da steht,
machen wir es mal so. Ich weiß nicht, ob man das dann besser sehen kann. Also da. Da muss ich es machen. Es fällt um. Ich habe hier Phthalo Blau PB15. Ne? Und hier habe ich Preußisch Blau. Das hier ist Phthalocyanin Blau. Und das da könnte noch machen. Also das hier ist Phthalocyanin Blau und das hier Preußisch Blau. Und wenn ich das umdrehe, ist es so, dass hier PW6 Titandioxid, PB25 Ultramarinblau, 29, PB15.1 Phthalocyanin. Also das heißt, in dem ist Ultramarinblau und Phthaloblau und Weiß. Und dementsprechend, wenn ihr jetzt glaubt, also ein Preußischblau ist an sich, es gibt einfach dieses, das ist ein Pigment, das normalerweise eben, ich weiß gar nicht, das ist eine Eisenverbindung. Und ihr seht jetzt, okay, die sind immer so richtig gut, da ist zu viel Weiß drin. Mit dem könnt ihr nie eine Dunkelheit mischen. Ne? Das könnt ihr echt total vergessen. Ne? Mit dem keine Chance. Ne? Das heißt, mit dem, wenn man da mischt, ne, ist es einfach so, dass ihr nie gute Dunkelheit hinkriegt. Und der andere Punkt, der dann eben entsteht, ist dass dann einfach auch, wenn ihr jetzt so solche Qualitäten habt, die sind einfach auch nicht wirklich gut, jetzt in dem Sinne, dass sie keinen Körper haben. Die Acrylfarbe hat an sich keinen richtig guten Körper und dementsprechend ist es eben so, dass jetzt diese Acrylfarben, also ich tue die jetzt mal so ein bisschen nach Qualität sortieren. Bin ich da noch im Bild? Ja, genau. Ja. Da bin ich, jetzt habe ich alle drin. Ne? Das heißt, ich habe jetzt hier diese Lukas Studio, die sind total flüssig. Dann haben wir diese Akademie und das sind jetzt alles, das deckt nicht den ganzen Markt ab. Also das heißt aber auch, diese 500 Milliliter Flaschen, die es zu kaufen gibt, die sind einfach so, dass die so sind, dass die halt einfach für die Masse, für die großen Formate sind. Aber wenn, und das ist echt der Punkt, wenn ihr Rot und Blau zusammenmischt, werdet ihr kein sauberes Violett kriegen. Ist keine Chance. Violett ist der Indikator für die Qualität einer Farbe. Also wenn ich ein Rot und ein Blau zusammenmische und ich kriege kein gescheites Violett hin, dann ist die Qualität der Farbe nicht gut. Weil das eigentlich eine der Mischungen, die echt problematisch ist. Ne? Auch wenn die schwarz ist, wenn man es mischt, aber wenn man sobald mal ein bisschen Weiß reingibt und es wird dreckig. Also das heißt, mit dem System 3, da habe ich ein Ultramarinblau und ein Kaminrot. Wenn du es zusammenmischt, gibt es ein bräunliches Violett. Und das ist einfach so, weil nämlich die Farbhersteller, um diese Menge zu erzielen, dann total viel Füllstoffe reingeben. Und die sagen halt, ist eh wurscht, man malt ja sowieso auf große Leinwände. Ne? Das ist total egal. Ne? Also auch wenn die Farbe ein bisschen grau wird. Ne? Und der Kunstlich schreibt, ich mache doch nur Spaß, aber das mit dem Sondermüll stimmt schon, stimmt aber für Ölfarben genau genommen auch. Annette Bayer schreibt, erster Nachteil, Acryl geht nicht einfach von den Fingern und nicht aus den Pinseln. Das war, glaube ich, vorher, wie du dir... Ja, genau. Also es ist trotzdem so, da werde ich auch nochmal drauf eingehen, auf die Pinsel. Mhm. Dann schreibt Sascha Konstantin, interessant wäre mal den Unterschied zum Beispiel beim Mischen von Study oder Artist Farben. Kann ich gerne zeigen. Wie der Unterschied auswirkt. Kann ich dann beim Malen kann ich euch das zeigen. Also und, ich schaue mal, was ich da habe. Und wo würde sich die Study Farbe lohnen zu verwenden? Überhaupt nicht. Gundel Busch fragt Unzenayer. Da weiß ich gar nicht, was die für Acrylfarben haben, ehrlich. Ah, das sind, welche sind das? Das sind die die haben so Plastiksackerln. Kennst du die? Mhm. Nein, die sind so, die haben so ein Plastiksackerl mit einem Schraubverschluss oben drauf. Also die sind total abgefahren, ja. Also ganz generell. Und das ist auch so, das trifft auch auf die, ich muss nochmal groß machen. Tina, ne? Ja. Mhm. Also wir haben es. Nämlich, das ist völlig allgemein. Das ist so, das Einzige, wo es nicht wirklich funktioniert, ist die Aquarellfarbe. Die Farbhersteller verkaufen oft so ein Starter-Set mit Studien-Aquarellfarben, aber die kann man nicht einmal nachkaufen. Also wenn du einen Kasten kaufst mit Studien-Aquarellfarben, weil diese Farbe dadurch, dass sie transparent ist und die muss einfach gut sein, weil es sonst einfach völlig für den Hugo ist. Alle anderen Farben, du hast die Gouache-Farben, hast du die Schminke, welche hast du gehabt? Die Horadam, ne? Du hast die Horadam gehabt, das ist die Künstlerqualität, ne? Und da ist es auch so.
bei der Gouache-Farbe das Gleiche. Ich hab so Reeves-Gouache-Farben oder so, die sind einfach, da kannst du nichts machen damit. Da kriegst du keine Farbe, da kriegst du mal schwarz hin oder so. Wenn ich ja violett mache und möchte eine Dunkelheit haben, wird nicht dunkel. Ne? Und das heißt, nimmt Abstand immer bei jedem Farbsystem von den Studienqualitäten. Also diese billigste Qualität könnt ihr vergessen. Legt einfach ein bisschen mehr Geld hin für gute Qualitäten. Man muss dazu sagen, da kann ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, dass die günstigste, also das ist meine persönliche Präferenz, okay? Also das ist jetzt einfach auch wieder meine eigene Meinung, ne? Die beste, günstigste Farbe sind die Amsterdam von Talens. Und die Amsterdam haben sogar noch eine Heavy-Body-Farbe. Und die finde ich jetzt grundsätzlich für Acrylfarben die noch am allererträglichsten sind. Ich habe zum Beispiel zum Grundieren meiner Untergründe habe ich immer dieses Grau vom Gerstecker, diese Eigenmarke. Und dieses Grau selbst ist so transparent. Schaut euch das an. Wenn ihr das von Lascaux kauft, dann ist es deckend, weil da nämlich Weiß drin ist. Und die haben es nicht einmal geschafft, in einer Farbe, wo viel Weiß drin ist, das deckend zu machen, weil so wenig Pigment drin ist. Für mich ist es jetzt als Untergrund, da zahle ich 8 Euro für einen Liter oder so. Mhm. Ist mal wurscht im Untergrund. Aber wenn ich jetzt damit malen würde, wäre es indiskutabel. Wäre einfach indiskutabel. Das heißt, da fängt es an, die günstigste Qualität. Und sobald die Farbe einfach körperhafter ist, könnt ihr mehr damit anfangen. Dann haben wir eben dieses Dale Rowney. Das habe ich jetzt irgendwann einmal gekriegt. Ich habe noch nicht mal wirklich viel damit gemacht. Lukas Krühl fand ich ganz gut. Liquitex habe ich über viele, viele Jahre gearbeitet. Und dann haben die eben auch ein bisschen größere Tuben, weil es ist halt einfach, so eine Tube bringt halt nicht wirklich was. Und wo ich eigentlich am meisten damit gearbeitet habe, aber man muss dazu sagen, das da, das könntest du wahrscheinlich googeln, ich glaube, diese Lascaux Artist kostet, glaube ich, 60 oder 80 Euro wieder. Also es ist halt einfach, es ist ein Cadmium-Gelb, das ist die teure Preisgruppe und es ist Pigment Yellow 35. Das heißt, wenn ich jetzt eine Ölfarbe kaufe, dann ist Pigment Yellow 35 in meiner Ölfarbe drin. Wenn ich ein Aquarell kaufe oder eine Gouache-Farbe kaufe, dann ist Pigment Yellow 35 drin. Das wäre zum Volker Pfaffenholz die Antwort. Die Pigmente sind immer gleich. Der Binder unterscheidet sich. Hier ist Acrylemulsion drin und bei der Ölfarbe ist eben Leinöl drin. Also vom Prinzip her werdet ihr auch sehen, dass ich eigentlich auch immer das Gleiche mache. Also ich bin relativ fad, weil ich eigentlich auch in jedem Farbsystem mein Aquarellkasten, meine Ölfarben, meine Gouache und meine Acrylfarben haben immer die gleichen Pigmente, weil ich diese Pigmente gut kenne. Und ich habe sowieso nur 6 Farben. Stream beendet, nächste Woche wieder Ölfarben. So, nein, Monika Neuwirth fragt, also welche Farben soll ich besorgen für den nächsten Stream? Bitte genau den Farbton angeben. Ich vergiss es. Ja, nichts aus. Ich hab gewusst, dass das kommt und das habe ich dieses Mal nicht gemacht. Soll ich es machen? Fändest du das jetzt gut? Wenn also, ich keine Ahnung hätte, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ich eine Einkaufsliste bekomme, wo ich dann zum Künstlerfachmarkt meines Vertrauens gehe und genau diese Dinger kaufe. Und dann nächste Woche habe ich genau die und du malst dann mit anderen, weil es etwas anderem malen wollte. Also ich kann euch, also das zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich jetzt echt wirklich meine Altlasten aufarbeite. Also das heißt, ich nehme, was ich in meinen Kisten da habe. Also ich habe es den Ralf vorhin gezeigt. Die sind einfach. Dieses Zylinblau, das ist eine Farbe, die kann ich normal nicht leiden. Und das ist echt so, ihr seht es, das ist so, die geht sogar noch gut. Also, aber diese Lascaux-Farben in der Tube, die sind schon relativ teuer, kann man sagen. British Cellen, ja, da haben wir gar kein Pigment angegeben, das weiß ich gar nicht. Ja. Aber da ist sicherlich Weiß drin. Ne? Also, die andere Sache ist natürlich eines der Hersteller, der in den letzten 20 Jahren eigentlich gekommen ist. Das ist Golden Acrylics und die haben einfach ein irres System. Und dadurch, dass ich vor 20 Jahren Acryl gemalt habe, also sie sind alle so 2001, 2002 oder so, sind meine Farben daher. Hier bei dem ist es so, ich habe jetzt Kurse gehabt, wo Leute dann die Golden gehabt haben und da gibt es eine Serie, die heißt Open.
Das heißt, es sind Acrylfarben, die langsamer trocknen. Das heißt, man muss keinen Retarder reingeben. Und bei den Kursen, bei den Porträtkursen, die Leute haben sich gut geschlagen damit. Die sind gut damit zurechtgekommen. Ich werde jetzt nicht extra irgendwie mich aus dem Fenster lehnen, außer natürlich, ihr unterstützt den Stream so gigantisch, dass ich dann einfach locker Goldenfarben kaufen kann und mir da das Sortiment kauft, dann kann ich es gerne mal ausprobieren. Aber ich werde es mir jetzt nicht geben, weil nämlich diese Golden-Serie ist, da gibt es Lasierende, da gibt es Flüssige, da gibt es, also das Sortiment ist riesig. Ich glaube, es gibt kein Farbsystem, und das muss man auch sagen, es gibt kein Farbsystem, das mehr Schnickschnack hat als die Acrylfarbe. Also an Blödsinn, muss man einfach sagen. Also es tut mir leid, nämlich es gibt Strukturmassen, es gibt transparente Strukturmassen, es gibt deckende Strukturmassen, es gibt Strukturmassen mit Sand drin, mit Gel, mit Glitzer. Also es ist endlos. Und es ist einfach, wie man in Wien sagen würde, sind wir sich ehrlich, das interessiert mich nicht. Das interessiert mich nicht, weil es tut mir leid, aber es ist einfach so, mir geht es um das Bild, dass ich was darstelle und will keine Oberflächenstruktur. Wenn ich jetzt meine Wand anmalen möchte, ist das total super. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Wand hinter meinem Bettchen anmalen möchte und möchte eine Glitzerfarbe haben und irgendwie einen netten Farbeffekt, dann will ich das machen, aber nett bei einem Bild. Also das ist so, aber das ist wiederum meine persönliche Meinung. Du möchtest die Wand bei deinem Bett in Glitzerfarben anmalen? Wäre jetzt ein Vorschlag gewesen, weil das ist so ein privater Bereich, was niemand sieht oder so. Nicht ja, wirklich, ne? Und die wird gern schlecht. Oder nur ausgewählte Personen. Die wird ja gern schlecht, oder wie? Ja, also, aber wie gesagt, also zum Monika, weil das war ja trotzdem noch eine Frage. Das ist so, das ist immer das Gleiche. Also ich würde jetzt, also sei mal nicht so voreilig. Vom Prinzip her ist es so, ich habe immer die gleichen Farben wie auch in der ich werde auch so malen, wie ich jetzt mit der Ölfarbe gemalt habe. Es wird ein Cadmiumgelb hell sein, es wird ein Chinacridonrosa sein, es wird ein Phthaloblau oder ein Ultramarinblau sein, es wird ein vielleicht ein lichter Ocker oder ein Orangeton sein und es wird noch ein Cadmiumrot sein. Das ist das, was ich da habe. Und ein Umbra vielleicht. Also vom Prinzip, da möchte ich ja sagen, ich ändere das nicht. Weißt du, wenn ich jetzt das Phthaloblau mit Umbra mische, wird die gleiche Farbe rauskommen, wie wenn ich es mit Öl malen würde. Ich mache mir keinen Stress im Leben. Und ich dachte, du malst jetzt mit drei verschiedenen Glitzerrosas. Ja, ja, genau. Es gibt auch irisierende Acrylfarben. Geil, ja? Ich freue mich schon. Wir können ja ein Body. Aber das machen wir also schreibt mal in den Kommentar rein, sozusagen, wenn ihr sehen möchtet, dass ich dann den Ralf sozusagen ein Bodypainting mache und das Ganze mit Acrylfarben und dadurch, dass die Haut eigentlich atmet, wirst du danach ersticken und sterben. Ach, das klingt nach einem schönen okay. Ich muss ehrlich gestehen, also ich hoffe, dass es nicht so unernsthaft ist oder so, was Sie hier veranstalten. Also, ja, es gibt da schon ein paar ernsthafte Fragen. Ja, bitte. Was macht Golden besonders, fragt Annette Geiger. Also, Golden ist einfach so, warum ich Golden, also das habe ich dazu gesagt, warum ich Golden nicht so besonders mag, ist, dass ich habe eine Zeit lang ein paar Bilder gemacht, ich glaube auch das Porträt vom Markus, von meinem Bruder. Das ist so, dass ich das mit Golden gemacht habe und mir ist dann die Oberfläche, die glänzen mir zu arg. Also die sind so, die haben so, die sind natürlich schon super Farben, die sind gut pigmentiert, aber im Trocknen glänzen sie zu arg. Also das ist irgendwie auch so eine Sache, die mag ich nicht besonders. Also es ist total komisch, ich weiß es nicht, das ist meine persönliche Präferenz. Ich habe in Nürnberg, also das wird wahrscheinlich keiner zuschauen, aber in Nürnberg habe ich in einem Zeichenbedarfsladen gearbeitet, in Schörgers Papierkiste. Und da hatten wir eigentlich einen ganz guten Draht zu Lascaux. Und wir hatten dann auch eine Schulung von einem der Farbchemiker von Lascaux. Und es war wirklich, wir waren alles Akademiestudenten, völlig bornierte, blöde Arschlöcher. Also wir. Mhm. Und dann kommt der, ja, der aus der Schweiz und hat dann einen nackten Koffer. Und er hat dann echt eine Performance abgeliefert. So, ja, ich darf Sie begrüßen am Flug, zum Flug des Lascaux-Flugzeuges. Und ich habe Ihnen ja ein Magenta mitgebracht. Und wir so. Echt jetzt? Das hat uns nicht mehr so wie Kleinkinder behandelt und so. Aber tatsächlich ist es so, ihr wisst, also auch die es nicht wissen, es gibt ein Gouache-Webinar und da habe ich eigentlich nur hauptsächlich mit Lascaux gearbeitet und das ist meine persönliche Präferenz. Ralf ist überhaupt nicht zurechtgekommen, der hat mir seine ganzen Lascaux-Farben vermacht.
Also der hat sie umgeschupft. Ja, ja. Also, wie die Koffer mit sie. Ja, genau. Was man der ergriffen, weil er eben gesagt hat, er kommt mit den Schminke-Horror-Damen besser zurecht. Und das ist genau der Punkt. Das ist einfach so, wenn ich sage, ja nein, Ralf, das ist totaler Blödsinn. Du musst mit. So ist es eigentlich. Also das heißt, nehmt es, aber nehmt nicht die günstigen Acrylfarben mit den riesen Pötten. Gebt ein bisschen mehr Geld aus. Also das ist einfach so, es geht darum, dass die Konsistenz körperhafter ist. Ihr werdet es sehen. Wenn ich dann, weil nämlich die Acrylfarbe sowieso immer flacher auftrocknet, als man es gerne hätte. Monika Neuwirth fragt, trocknen die pastösen Acrylfarben schneller? Nein, und das werde ich auch euch zeigen. Also das ist eigentlich auch so die Sache, die mich immer ein bisschen nervös macht, weil immer wieder natürlich, es gibt so Allgemeinplätze wie Fett über Mager. Zum Beispiel. Und bei der Acrylfarbe ist, oh, das trocknet mir zu schnell. Ihr werdet sehen, wenn ich jetzt mit der Acrylfarbe male und ich male richtig ordentlich die Farbe drauf, dann habe ich unheimlich viel Zeit, Übergänge zu malen. Also das ist nicht so, dass das dann so ist, dass die Acrylfarbe immer nur mich ausbremst, sondern das hat einfach damit zu tun, je nachdem, wie ich es verwende, dementsprechend kann ich unterschiedliche Effekte erzielen. Und das ist bei jeder Technik so. Das habe ich bei der Gouache-Malerei habe ich es gezeigt. Wenn ihr lasieren anfangt und dann deckender werdet, wenn ihr gleich richtig pastos arbeitet, es ist immer eine unterschiedliche Anmutung. Ja? Moni schreibt, Stefan, dass die Körperhaftigkeit der Farbe auch für Acryl wichtig ist, ist mir durch deine Öl-Webinare bewusst geworden. Genau, und das ist eigentlich auch so letztendlich. Ne? Also das gibt zum Beispiel... es gibt keine Fehler. Ihr könnt keine Fehler machen. Also den einzigen Fehler, den ihr machen könnt, ist, nichts zu tun. Das ist der einzige Fehler. Genau, das ist der einzige Fehler. Ansonsten macht er einfach und gut ist. Denn was es echt wirklich tatsächlich geht, ist, dass diese Dinge ineinander greifen. Aber was mir immer wieder auffällt bei Leuten, die starten, dass sie oft eingeschüchtert sind vom Material, egal welches Material. Und dass sie in der Regel einfach zu wenig Farbe verwenden. Du musst einfach Farbe verwenden, damit was passiert. Ne? Das ist so das Ding. Apo schlägt vor, vielleicht hilft eine Pigmentliste, so kann sich jeder die Marke holen, die er will, ja. Aber halt das richtige Pigment. Ja, also das ist das wäre was für die Nützwochgruppe. Da kann man das super anschreiben. Ja. Ich werde das kann ich euch gerne mal reinschreiben, weil das ist einfach echt genau dieser Punkt, dass wenn ich jetzt hier dieses Gelb, ihr seht ja, schau doch mal bitte das an. Das ist doch der Knaller. Schau das mal an, wenn du es jetzt hier in dem ganzen Grau anschaust, sogar ne, wie grau du ausschaust. Mhm, ja, wie geil das Cadmiumrot gelb ist. Ne? Hier zum Beispiel bei dem Hansa Yellow, ne, das sieht man da oben, die haben extra bei Golden haben die schwarze Striche drauf gemacht, damit du die Transparenz der Farbe siehst. Weil wenn sie es aufs Weiß malen würden, würdest du es nicht wahrnehmen. Das heißt, wenn du jetzt ein Cadmiumgelb hast von Golden, also wir müssen trotzdem noch mal kurz runterschalten. Wenn ihr jetzt zum Beispiel dann dieses Cadmium, also hier diesen Aufstrich, den ihr habt, das ist natürlich auch ein Zeichen von guten Farben, dass die dann eine Originalfarbe da aufmalen. Und dann seht ihr, dass dieses Gelb einfach zu transparent ist. Ne? Das ist Arelit-Gelb. Ne? Das ist Pigment Y73. Und hier habe ich eben Cadmium-Gelb hell und hier Liquitex Lasco. Und hier habe ich die Beschreibung, die ziemlich klein ist, wo ich das hier Cadmium-Zinksulfid Pigment Yellow 35. Und hier ist es, wo war das jetzt? Hier, Pigment Yellow 35. Das heißt, Lasco Liquitex. Völlig wurscht. Es ist wirklich total wurscht. Ne? Also das mit der Pigmentliste ist kein schlechter Ding. Ich kann das echt nochmal in die Nützwochgruppe reinschreiben, weil für mich ist es eben so, das ist das China Grendon Rosa, das ist das Cadmium Gelb Hell und das Taloblau. Das ist PB15, das ist PY35 und das andere ist hier, das ist China Credon Rosa von Amsterdam und das Pigment steht auch hier, das ist PV19.
Das wären die drei Sachen. Ne? So, abgesehen von den Goldfinger-Ideen, Acrylgold für Ralf, Goldfinger Ralf. Und ja, das ist schon geil, das machen wir. Ja, das machen wir dann, das machen wir dann zum 100. Acrylstream. Übrigens, ich marschiere jetzt dann auf 4.400 Abonnenten haben wir jetzt. Mhm. Das heißt, wir sind jetzt in der Zielgerade zu 5.000. 666. Oh, the number of the Lord. Ja, genau. Nein, aber in dem Fall sozusagen bei 5.000, also dann gibt es die fette Verlosung. Da gibt es echt Bilder, ein Bilderregen für alle Leute, die in meinen Kanal abonniert haben. Wood Spirit, Stefan, machst du auch etwas in Spontanrealismus? Dann habe ich eine Folgefrage. Ed Wood Spirit, was ist Spontanrealismus? Ich weiß es leider. Weißt es du nicht? Nein. Oh shit. Okay. Woher soll ich wissen, was Spontanrealismus ist? Mhm. In all den Wiederholungen, die du bis jetzt in deinen Streams gebracht hast, hast du noch nie über Spontanrealismus gesprochen. Und es hat auch einen guten Grund. Und du willst mir einfach die wahren Geheimnisse. Warte es ab. Wood Spirit, schreib es mal bitte rein. Und das ist die nächste Sache. Also das ist jetzt so, natürlich, man soll nicht irgendwie Kollegen dissen, aber... Wood Spirit ist überhaupt ein Kollege? Nee, ach so. In dem Fall der Spontanrealismus-Typ. Das wisst ihr, er wird es hoffentlich jetzt in den Chat reinschreiben. Also ich möchte euch nur mal dazu zu ermutigen, also es tut mir leid, ich bin nicht politisch korrekt und heute bin ich sowieso in Fahrt, also das ist so, heute ist mal eigentlich, als ob es keinen Morgen gibt. Es ist so, es gibt nicht nur wenige, die so malen, es gibt viele, die so malen. Und die Problematik daran ist, wenn du so arbeitest, also da reift es jetzt gerade, drum ist er abgetaucht. Und da wärmer. Ne? Also, weil es gibt da einen Maler, der nämlich ein Österreicher ist. Und ich werde seinen Namen nicht nennen. Und zum Beispiel, wenn du dir seine Bilder anschaust, ja, ne? Ja, ja, ja. Und wenn du dann diese Bilder, und mach das mal, ich möchte euch dazu mal anregen, nehmt mal ein Bild und schaut euch dann dieses Bild an, ladet es mal runter auf euer Handy, auf euer Smartphone, gebt es dann in die Foto-App und stellt es auf Schwarz-Weiß und schaut euch das dann an. Und dann seht ihr, ob das Bild funktioniert oder nicht. Warum heißt das Spontanrealismus? Weil er eine Marketingagentur engagiert hat, die ihm dann dieses Trademark gegeben hat und so. Und es ist richtig, richtig clever. Der hat echt Big Business draus gemacht. Ja, ja, okay. Also gut, passt. Ja, ich hab's. Ja. Mhm, genau. Ja. Weil so richtig. Gehen wir zum Chat zurück. Wahrscheinlich wird sich jetzt einiges tun. Also, das Problem ist, ne, wenn ich jetzt Acrylfarbe mache. Total viel hinten nach. Wenn ich jetzt Acrylfarbe mache, dann kommt dieses Thema. Und das ist echt was mich echt in Wallung bringt. Woka. Und Dietmar. Hat es der Dietmar geschrieben? Weil der Dietmar hat ihn nämlich auch als, ich glaube, der hat schon in Hannover unterrichtet oder so. Also ich habe in verschiedenen Malakademien unterrichtet, wo er unterrichtet hat. Annette Bayer, kann man die Acrylfarben auf der Palette auch einfrieren? Nein. Also ja, Acrylfarbe... Doch. Ja, aber du kannst es nicht mehr aktivieren. Du kannst, nein. Es ist auch so, ganz nebenbei, du, wenn man so sagt, in Sachsen bei euch ist es ja immer so geil da drüben, du. Und da möchte ich nur sagen, lasst eure Acrylfarben nicht im Auto, wenn es friert. Wenn eine Acrylfarbe friert, ist sie kaputt. Mhm. Gefrierbrand. Gefrierbrand, genau. Das ist, dein Steak ist dann immer so richtig knusprig und so, ne? Mhm. Also, das heißt, die Acrylfarbe, die muss, die sollte nicht frieren, weil nämlich dann Pigment und Emulsion dann kaputt gehen. Jetzt kommt die Frage, wo du schon, die du angekündigt hast. Was ist mit Malmitteln, also Retardern? Ich habe die... Oder Retarden. Oder Retarder. Ich bin noch gar nicht so weit. Ja, naja, ich bin wir sind noch erst 1 Stunde 30. Ja, okay. Das ist, also ich habe jetzt echt gedacht, ich wollte 1 Stunde 30, das war anvisiert. Also das heißt, gibt es noch irgendwelche Fragen? Weil es kommen ja einige Fragen, ne? Wobei, wir sollten die Fragen abarbeiten, das ist total wichtig. Gundelbusch, auf den Farbdosen steht ein Symbol, deckend, halbdeckend, transparent. Stefan, kannst du dazu was sagen? Es ist so, dass diese verschiedenen Pigmente immer bestimmte Eigenschaften haben. Ein Cadmiumgelb wird immer deckend sein. Ein lichter Ocker wird immer deckend sein. Ein
Sienna gebrannt wird halb lasierend sein. Ein Phthalo-Blau wird lasierend sein. Auch wiederum völlig unabhängig in welcher Technik. Nicht, dass ich schon mal erwähnt hätte, aber auch zum Beispiel in der Aquarellfarbe ist es so, ein Aquarellmaler wird kein Cadmiumgelb als Gelbpigment verwenden, weil es ein deckendes Pigment ist. Das heißt, ein Aquarellmaler wird ein lasierendes Gelb verwenden. Ist einfach so. Weil selbst in der Aquarellfarbe ist Cadmiumgelb, Cadmiumrot nicht die Farbe ihres Vertrauens. Weil eben die Pigmenteigenschaft so ist. Das heißt, jedes Pigment hat einfach eine bestimmte Eigenschaft. Über was ich bei der Acrylfarbe geredet habe, ist, dass die Farbhersteller dann diese Eigenschaft verändern, indem sie dann zum Beispiel, wenn man dann zum Beispiel das, was ich jetzt gezeigt habe am Anfang, dieses Akademie Preußisch Blau, das ist eigentlich, das Preußisch Blau wäre halbdeckend bis lasierend. Mhm. Und dieses hier ist deckend. Also das sieht man hier an dem Quadrat, das geschlossen ist. Und dementsprechend, das wird dadurch erzielt, dadurch, dass weiß drin ist. Und ab dem Zeitpunkt ist es für ein Hugo. Also das heißt, auch grundsätzlich, wenn ihr Farben kauft, die weiß beinhalten, also zum Beispiel Schminke hat jetzt zum Beispiel ein Pigment, das heißt Bergblau, das ist Ultramarinblau mit weiß, dann ist es so, dann könnt ihr das ganz locker selber mischen. Also das ist intellektuell nicht so wahnsinnig anspruchsvoll. Ne? Also wenn du Ultramarinblau hast und Titanweiß, zusammenmischen, Bergblau. Ne? Okay. Und Cyan. Ich werde es aufschreiben. Genau, und Cyan ist jetzt eigentlich, im Endeffekt ist das hier dieses Phthalocyanin mit Weiß, damit es nämlich nach Cyan ausschaut. Mhm. Weil wenn es aus der Tube kommt, schaut es schwarz aus. Also das ist einfach auch so die Farben sind schon so alt. Das ist unglaublich. Das ist dann echt so, wenn ihr es anschaut, also dann seht ihr, dass das, wobei das jetzt eigentlich relativ knusprig ist, also das ist so, dann seht ihr, dass das auch relativ dunkel ist. Aber ihr seht, wenn es getrocknet ist. Und da hätte man jetzt eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Seht ihr? Gutes Beispiel. Was bei der Acrylfarbe eigentlich das große Problem ist. Nämlich das hier. Teuerster Ralf, ich zeig dir das. Mhm. Da oben hat die Farbe einen anderen Tonwert als hier. Mhm. Weißt du warum? Weil das wie bei der Gouache ist? Nein. Weil es nachdunkelt beim Trocknen? Ja, das tut sie. Das ist doch wie bei der Gouache, oder? Ja, und das, ich weiß nicht, ob das bei der Gouache ähnlich ist oder so, aber das ist so, bei der Acrylfarbe ist es ganz massiv. Weil der Binder, die Emulsion, ist weißlich. Mhm. So wie Leim. Ja, wie Holzleim. Mhm. Und das bedeutet, dass die Acrylfarbe im nassen Zustand heller ist, als sie im getrockneten Zustand. Im getrockneten Zustand, wenn ihr das anschaut, schaut es viel dunkler aus, als im nassen Zustand. Und das ist eine Sache, das kann ich euch jetzt schon garantieren. Das wird die Sache sein, wo ich die meisten Nerven wegschmeißen werde. Also wo ich, das ist das, was mich an der Acrylfarbe am meisten nervt. Weil nämlich die Ölfarbe den großen Vorteil hat, dass wenn du die Ölfarbe mischt, dann ist es eben so, dass die Farbe sich nicht verändert. Die wird dann, wenn du es gemalt hast, wird sie einfallen und matt werden. Und wenn du findest, drüber gehst, schaut so aus, wie du es gemalt hast. Bei der Acrylfarbe ist es während des Malens einfach echt höllisch. Wenn ich jetzt zum Beispiel dann einen Farbton, und ihr werdet es dann sehen, wenn ich dann mal, dann wird es so sein, dass ich dann, und das kann ich euch versprechen, ich groove mich dann natürlich dann ein über die verschiedenen Stunden, dass ich das dann antizipiere, das ist mein Lieblingsfremdwort. Mhm. Ich antizipiere, dass diese Farbe dunkler wird. Das heißt, zum Beispiel, was ich ganz oft mache, eben das, was du sagst, du hast jetzt zum Beispiel einen Hintergrund an einem Bild und der ist so sandfarben. Und du möchtest eine andere Farbe reinmalen. Bei der Ölfarbe ist es wurscht, da kannst du ein bisschen schlampig mischen, weil ich bin ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler und wenn ich drüber schmiere, vermischt sich's. Bei der Acrylfarbe kann ich das nicht machen. Und dementsprechend ist es so, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Fleischfarbe habe und ich möchte eine andere Farbtemperatur reinmalen und ich mische jetzt auf der Palette die richtig, aber es ist schon getrocknet und ich male das drauf, dann wird die zu dunkel auftrocknen. Und das ist etwas, was richtig, richtig schwierig bei der Acrylfarbe ist. In der Form, wie ich arbeite. Nämlich, dass ich die Tonwerte relativ einfach halte und dann meine Farbtemperaturen ändere. Mhm. Und das ist bestialisch bei der Acrylfarbe. Also das ist schwierig. Hat aber damit zu tun, dass ich, wenn ich jetzt zeitlang damit male, werde ich besser werden. Weil ich dann die Erfahrung habe. Also das heißt, für den ganzen Stream wird es so sein, ihr werdet einfach sehen, wie ich mit fliehenden Fahnen untergehe und viele Fehler mache und das wird auf jeden Fall ein großer Spaß werden. So,
Dann sind wir bei der Frage von Bianca Meyer. Mhm. Oh, neu! Bianca war noch nicht im Stream. Bianca Meyer, ja, ich glaube, die ist neu. Gibt es einen Tipp zu Pinseln bei Acryl? Ja, da, so weit bin ich noch gar nicht. Und bei der Reinigung. Ja, ja. Ja, 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 ja. Na gut, so weit sind wir noch nicht, das heißt, da kommst du noch hin. Aber da komme ich jetzt gleich hin. Machen wir das gleich oder gibt es noch eine Frage? Dietmar Stiller schreibt, na, stimmt, ein Spontanrealismus wurde gemeinsam von Erwin Kastner, Bernhard Vogel und Woker erfunden. Ah, okay. Weiß nicht, in der Szene bin ich jetzt so drin. Danke, Dietmar, für die Erhellung. Morad Tahi schreibt, mit Folie im Kühlschrank. Aber das kann sein, dass es funktioniert. Keine Ahnung. Also wie gesagt, solche Sachen sind auch wieder schwierig für mich zu sagen, weil ich einfach ein Luxusgerät bin. Also ich male, als ob es keinen Morgen gibt. Und was ich wegschmeiß, weil da habe ich nämlich auch einen guten Tipp dann für euch, aber das kommt dann auch danach. Also ich bin noch gar nicht so weit gekommen, gell? Ja. Wir kunstlich bleiben wir noch beim Spontanrealismus. Ich hole nur den Chat auf, dann hast du wieder ein bisschen Luft. Mhm. Der Kunstlich schreibt, Spontanrealismus ist gut zum Abnehmen. Da sieht man sich schnell satt. Sehr schnell. Der Kunstlich, das war nicht wurscht. Nicht bei, sehr Kunstlich, sag nicht er, ist mir nicht wurscht. Du weißt ja nicht, ob er Mann oder Frau. Das haben wir schon ein paar Mal besprochen. Genau, Kunstlich, wir können ihn nicht gendern. Sehr Kunstlich hat ja ein Problem beim Anmelden, weil es keine genderneutralen Anmeldungen gibt. Sehr Kunstlich, okay, ja. Excuse me. S. Annette Bayer schreibt, das war nicht wurscht. Dann hat sich das Thema Acryl hiermit erledigt. In meinem Malstübchen sind im Winter minus 30 und im Sommer 50 Grad plus. What? Minus 30? Noch übrigen Farben kann ich also entsorgen. Naja, musst du ausprobieren. Aber normalerweise kacken sie ab, beim wenn sie frieren. Ja, also minus 30 Grad finde ich jetzt auch. Also die Gegend, wo du wohnst, ist mir auch nicht wurscht. Hm? So, passt. Wir haben, glaube ich, den Chat... Ich habe jetzt sicher einiges auch überlesen. Also wenn ihr ausgelassen wurde, dann nochmal. Schreibt. Das war pure Absicht und persönlich gemeint. @ Stefan Nützel. Ne? @ und dann poppt Stefan auf und dann wird es orange und dann zieht es natürlich Schaßorgerte. Nein, aber für die wird das ja nicht orange. Das wird für dich orange, weil du als Stefan Nützel eingeladen bist. Ja, genau. Wenn die Leute nur @ Stefan schreiben, wird es für uns nicht orange. Aber auch dann lese ich es im Normalfall. Und ich lese auch die Sachen, wo gar nichts dabei steht, soweit ich es mitbekomme. Guti. So, jetzt ist es so, bei den Farben, bei den Pinseln, ne? Also da hat man eigentlich auch dieses Thema, wo man jetzt einfach mal, ihr seht ja, ne? Es ist so, das hier sind echt wirklich tatsächlich die Acrylpinsel, mit denen die Bilder entstanden sind, die ich da hinter mir stehen habe. Ne? Ihr seht, die sind echt ordentlich verwendet. Aber es ist natürlich so, dass, das sieht man es natürlich auch, dass die dann diese Synthetikpinsel, diese Synthetikpinsel, die werden irgendwann mal kaputt. Also das ist dann auch so, dass dann diese Acrylfarbe, der da ist ein gutes Beispiel, der ist schon echt. Also, der ist da hinten schon abgebrochen. Der ist echt wirklich ziemlich niedrig. Hier drin, da hinten ist schon total viel getrocknete Acrylfarbe. Die ist kaum mehr rauszukriegen. Und dementsprechend ist es so, das seht ihr jetzt auch hier, dass der dann so auseinander geht. Den kann ich fast immer zusammenkleben. Deswegen finde ich zum Beispiel deinen Pinsel, die längere Borsten haben, wenn die dann hinten dann diese Farbe halten, dann kann ich sie trotzdem, wenn sie älter sind, immer noch vorne mit der Farbe zusammenkleben und sie machen dann vorne diese Spitze. Das ist der Vorteil. Ich habe hier diese ganzen Lascaux-Pinsel damals verwendet. Habe ich noch irgendeinen neuen? Ich glaube, ich habe irgendwo noch neue, aber ich versuche mal einen zu finden, der nicht ganz so... Und hier zum Beispiel, den da, das ist echt ein gutes Beispiel. Wenn ich die reinige, dann tue ich die mit Kernseife reinigen. Also erstmal im Wasser. Und dann klebe ich die wieder zusammen mit der Kernseife. Also das heißt, ich schäume die in der Hand auf mit der Kernseife und ich muss es so lange machen, bis keine Farbe mehr rauskommt. Tallowblau ist hinterhältig und auch das Chinacridon kann ein bisschen problematisch sein und so. Und dann lasse ich am Schluss meine Seife im Pinsel. Und dann klebe ich diesen Pinsel so zusammen, wie ihr das da seht. Seht ihr das? Da kann ich es mal machen. Seht ihr das? Na? Und der ist jetzt ganz fest. Also der ist...
Und wenn ich jetzt dann das Malen anfange, dann, seht ihr das, mache ich den auf. Und das ist Seifenstaub. Seifenstaub, der dann rausgeht. Und jetzt seht ihr, dass er offen ist. Der war zusammengeklebt durch die Seife. Und dadurch hat er einfach die Form wieder gehalten. Das mache ich ganz oft. Das mache ich einfach auch mit diesen Pinseln, dass die dann einfach zusammenkleben. Ich weiß nicht, ob ich da noch einen habe. Das ist auch einer. Seht ihr das? Der ist zusammengeklebt. Na? Der ist schon oft verwendet, aber der ist... Na? Also, das ist so hier. Ne? Merkst du das? Das ist so. Mhm. Warte kurz. Mach ihn mal auf. Na? Genau. Genau. Ja, genau. Aber du musst dann den Seifenstaub zuerst mit Wasser nochmal rauswaschen. Das ist völlig wurscht. Das ist total egal. Das ist echt wirklich total egal. Also das ist echt nicht der Punkt. Also das heißt, ich mache einfach Borstenpinsel, Haarpinsel sind gar nicht immer so wirklich gut. Also für die Acrylmalerei sind Synthetikpinsel. Also das sind hier diese dunklen Synthetikpinsel. Und ich mag halt seit der Gouache-Malerei mag ich diese Brislon vom Bösner. Also die sind schon toll. Also die mag ich echt total gern. Die sind auch fürs Ölmalen total gut und so. Und die sind halt einfach dadurch, dass die so lange Borsten haben, kann man halt einfach so geil damit malen. Und der Klassiker sind diese roten. Pinselhaare, die sind aber relativ weich. Verglichen mit denen hier, die sind steifer. Also die sind, ne? Und die sind, ne? Das hört man schon. Boing. Und die machen, ne? Also das ist so, das hört man schon an dem Ganzen, wie die sich verhalten. Synthetik sind tatsächlich einfach, finde ich, angenehmer. Und mit denen werde ich auch malen. Ich habe dann Rundpinsel, ich habe Flachpinsel, die echt niedergerockt sind und abgemalt sind. Also das ist dann ganz unterschiedlich. Dann habe ich diese Billigserie von Bösner. Das ist 10er Acrylhaar. Die gibt es dann so in so einer Sammelpackung für wenig Geld. Und so die sind preiswert. Also die sind jetzt nicht der Wahnsinn, sondern die sind halt einfach nicht so echt total irre. Weil ich habe nämlich, das wollte ich vorher noch holen, das habe ich vergessen. Ich weiß gar nicht, wo ich es gekauft habe. Schaut nach Libro aus. Ja, das schaut Libro-mäßig aus. Also das seht ihr dann hier. Das sind also Synthetikpinsel. Das ist so Elko-Set. Ich weiß nicht, ob ich es beim Gerstecker oder beim Bösner gekauft habe und so. Die Sachen probiere ich auch oft aus, weil ich schmeiße es dann einfach weg. Also das ist so ökologisch gesehen, sagen wir mal, what the fuck. What the? Ja. Wozu ist Merle Renkel fragt, wozu ist das Zusammenkleben gut? Einfach, dass sie die Form halten. Mhm. Weil sie dann durch das Zusammenkleben, das ist jetzt ein bisschen eklig, was ich jetzt machen werde, aber der da, ne? Der ist schon lang verwendet worden. Ne? Der da, siehst du es? Der ist der ja, Stiel. Ja. Der Stiel ist ziemlich dreckig. Ne? Also den habe ich schon oft verwendet. Der macht das super spitze. Siehst du es? Ja. Ne? Mach ihn auf. Macht er keine Spitze mehr. Ne? Ja. Ne? Aber wenn ich jetzt mal, würde er wieder Spitze machen. Ne? Mhm. Es ist das so, was auch noch dazu kommt, das ist echt das Problem bei Acrylmalpinseln, wenn ich die im Wasser stehen lasse. Ich muss immer viel Wasser am Pinsel lassen. Ich muss hier mal runtergehen und so. Also das sag ist mal, so. Können wir die Dinger da vielleicht weggeben? Weil dann lass mich ein bisschen Assistentin sein. Oh Gott, das ist Chaos. Das ist Chaos. Also auf jeden Fall, das seht ihr jetzt hier, ne? Ist es jetzt so, dass der Pinsel, ich habe ihn vorher zusammengeklebt gehabt, weil ich ihn. Ich habe da echt noch eine ganze Menge an so Pinseln, die dann zusammengeklebt sind und so, ne? Und da ist es auch so, wenn ich das jetzt, seht ihr das, wie die Spitze ist? Da sieht man es ganz gut. Könnt ihr sehen? Ja, das ist dadurch, der Pinsel ist total oft verwendet worden. Ne? Aber der ist halt einfach auch so, schau. Und jetzt schaut er nicht mehr so gut aus. Und es machen auch die Aquarellleute, also das ist ein bisschen eklig, was ich jetzt mache. Ne? Das ist so, weil nämlich die
das Speichel, ist, mhm. da sind auch Enzyme drin. Das ist, wenn ich jetzt einen Aquarellpinsel nehme, würde ich das mit Spucke machen. Ich würde es jetzt nicht unbedingt mit Ölfarben und Cadmiumpigmenten machen. Ne? Mhm. Also das ist ja natürlich auch so die Sache. Was aber passiert, das ist jetzt eigentlich auch die Sache, das ist so, ich muss es trotzdem noch mal runter machen, nämlich die Zwinge, greif mal hin, also dieses vorne mhm. Wackel. Ja. Merkst du das? Mhm. Du merkst es, ne? Ja. Also das heißt, was ist da? Da ist das Holz darunter verwittert bzw. zusammengegangen und das Metall bleibt natürlich in der Form, wie es ist. Und dann umgekehrt. Umgekehrt. Das Holz ist durch das Wasser ist es aufgequollen und hat die Zwinge auseinandergedrückt. Das hat die Zwinge auseinandergedrückt. Mhm. Und dann, wenn der Pinsel trocken ist, geht das Holz wieder zusammen und dann wird die Zwinge locker. Mhm. Das ist das Schicksal eines jeden Acrylmalpinsels. Also das heißt, dass ich hier haufenweise Pinsel habe, die genau das haben. Also das ist so. Was mache ich da dagegen? Nix. Doch. Mann, das ist heute Zusatzinformation. Ja. Das heißt, was ich immer im Atelier habe, ist Loctite, mhm. Superkleber. Ja? Weil das ist einfach so, ich leim dann immer meine Zwingen immer fest. Mhm. Ja? Also das ist eigentlich auch so die Sache. Weil ich kann da wahrscheinlich noch, da, hier, nein, den du jetzt nimmst. Spürst du es? Mhm. Also die haben das dann, das wird passieren. Das ist einfach so, selbst die lackierten Stiele, da dringt das Wasser da ein. Und das ist natürlich so das Ding, damit muss man leben. Und wenn das dann zu arg wird, dann hier, da, ich weiß nicht, ob ihr das seht oder so, da ist so ein Glanz hier an der Seite, da, ne? Das ist jetzt echt erbsenzählermäßig. Also ich meine, ich muss dazu sagen, ich bin wirklich König der Erbsenzähler. Also das ist so, ich bin super pedanten Sau. Total. Pedanten Sau. Ja, ja. Und da, weil das so glänzt, Sekundenkleber. Mhm. Bei den Großen ist es noch extremer. Bei den Kleinen ist es gar nicht so schlimm. Aber bei den Großen ist es. Ja, bei den Großen ist es hier. Auch noch ärgerlicher, wenn die teurer sind, oder? Ja, genau. Ja. Das ist überall. Die sind alle geklebt. Die sind alle irgendwann einmal geklebt worden mit dem Sekundenkleber. So, Guillermo von Plotki. Ein neuer Name. Vielleicht auch Guillermo von Plotki. Schreibt, hi Stefan, hi Ralf. Der David Hockney benutzt einen Acrylic-Retarder für seine zweitägigen Porträtierten. Weiß vielleicht, was für eine das sein könnte? Also, das ist so, ich kann es euch gar nicht sagen, weil das ist einfach so, ich habe diesen Retarder von Lascaux. Ich habe irgendwann einmal damit gearbeitet, aber es ist so, das Problem ist, ihr müsst diesen Retarder reingeben in die Acrylfarbe und wenn ihr den Retarder verwendet, ne? Was ist ein Retarder? Ein Trocknungsverzögerer, ein Malmittel, das die Trocknung verzögert. Also ein Malmittel. Ein Malmittel, ja. Eins oder was das ist. Weil wir haben jetzt dann im Endeffekt... Den Leuten wird schlecht werden, ja, genau. So viel, wie wir da herumstehen. Ja, genau. Es ist nämlich so, wir haben hier dann die verschiedenen Sachen. Also das ist zum Beispiel von Golden ist es das Acrylic Glazing Fluid. Das heißt, wenn ich das, ist es eigentlich auch im Endeffekt dann auch ein Retarder. Nur ist es aber so, wenn ich jetzt dann das in die Farbe hineinmische, verändere ich ja natürlich die Leuchtkraft der Farbe, weil ich diese Farbe auseinanderziehe. Also das heißt, was ich in diesem Webinar natürlich dann für euch immer wieder machen werde, ich werde es dann euch zeigen, weil vom Prinzip her, da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass es eigentlich auch relativ langweilig ist, weil ich mache nichts anderes wie mit der Ölfarbe. Nämlich diese Geschichte, wann verwende ich ein Malmittel? Und wenn ihr wollt, dass eure Acrylfarbe länger offen bleibt, dann nehmt Ölfarbe. Das ist so, ich finde es, das ist so, ich finde es extrem widersprüchlich. Also das ist, für mich macht das keinen Sinn. Keinen. Das ist so, weil wenn ich dann Acrylfarbe verwende, dann benutze ich sie zu ihrer Stärke. Also dann verwende ich das, was sie am besten kann. Und nämlich sobald ich ein Mittel reingebe in die Farbe, habe ich eben das Problem, dass das echt wirklich schwierig wird. Also das heißt, ich habe hier, ich muss es mal so runter umsen, damit das dann gescheit liegen bleibt. Na? Haben wir hier das hier. Dann haben wir dann, na? Und jetzt habe ich alle hier.
Geht noch was. Also, das ist jetzt Greatest Hits. Ne? Normalerweise dieses Impasto-Gel, das habe ich immer in matt gehabt. Das ist jetzt hier Glanz. Und damit habe ich oft dann zum Beispiel meine... Dadurch kann ich die Farbe ein bisschen körperhafter gestalten. Das ist die eine Sache. Ich habe jetzt blöderweise nur noch die Glanz übrig. Ich habe immer alles mit matt gearbeitet. Dieses Medium 1, das funktioniert ungefähr so ähnlich wie die Ölfarbe. Also es gibt manche Acrylmaler, die geben zum Beispiel dann einen Teil Medium und einen Teil Wasser in ihr Gefäß, mit dem sie die Farbe verdüllen. Mhm. Weil da, und das kann ich auch zeigen, da passiert genau das Gleiche, dass die Acrylfarbe, das passiert mit jeder Farbe. Ich ziehe die durchs Lösungsmittel auseinander. Das heißt, die Ölfarbe würde ich Chaisol nehmen oder Terpentin. Und dann verliert das Pigment die Bindung, weil eben dann dieses Öl auseinandergezogen wird. Und damit es die Bindung wieder behält, gebe ich ein Malmittel dazu. Und das ist bei der Acrylfarbe genau das Gleiche. Ich kann es entweder mit Wasser verdünnen und dann rinnt mir die Farbe irgendwo hin. Oder ich nehme Wasser und gebe ein bisschen Medium rein. Und dann stabilisiere ich die Farbe wieder. Weil nämlich dann ich, wenn ich es auseinanderziehe, dieser Flüssigkeit wieder das Acrylmedium dazu gebe. Mhm. Und vom Prinzip her ist genau das Gleiche, was ich mit der Ölfarbe machen würde. Wenn ich jetzt alles in der Untermalung nur mit Terpentin oder Chaisol mache, ist es so, dass die Farbe matt wird. Sie wird einfach, also ist sehr empfindlich, weil sie nicht mehr geschützt ist durchs Öl. Und wenn ich aber dann ein Malmittel dazu gebe, dann habe ich wieder eine Stabilität in der dünnen Schicht. Dafür ist das Malmittel. Und dementsprechend gibt es dann sowas. Na, diese beiden. Ich habe das matt und ich habe es glänzend. Mhm. Ursula Maria fragt, Stefan Nützel, wie bekomme ich den Verschluss von Acryltuben wieder sauber? Ich habe das Problem, dass der Schraubverschluss mit der Zeit so verklebt, dass ich die Tube weder auf noch zu bekomme. Abglätzeln. Oder? Aha. Wie sagt man dazu? Ja. Also das heißt, jetzt habe ich ein gutes Beispiel, aber ich kann euch das gern zeigen. Also das ist so, das ist jetzt nicht so arg verklebt oder so, aber normalerweise, ich würde es einfach, da müsst ihr schauen, das kann ich jetzt nicht sagen, ehrlich gesagt. Also das muss dann mit einem Schrauben, es ist ein bisschen mühsam. Es gibt keine andere Möglichkeit, weil Vorm Zuschrauben abwischen? Ja, das ist schon... Das ist schon eine gute Idee. Ja, das hilft schon. Aber weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel, mir ist es auch wurscht oder so. Also ich tue dann immer die getrocknete Acrylfarbe, wenn die so dick ist, kannst du einfach wegziehen. Das ist ja Plastik. Ja, wenn du es mal aufbekommen genau. hast, dann kriegst du es raus. Genau, ja. Also das ist wie Plastik. Wenn das ne? dann zusammenpickt, dann... Genau, ja. Und ich meine... Also, ich hatte hier eine Strukturpaste, die von 1935 ist. Mhm. Und... Und wenigstens mit Struktur? Na, da ist, also die kann ich jetzt nimmer verwenden, kann man sagen. Okay, also ihr seht, ich habe meine Altlasten noch da. Also, aber ich glaube auch wirklich, das Etikett, das ist echt wirklich, also Lascaux hat mittlerweile schon ein besseres Design, weil sie einfach echt wirklich sich Mühe gemacht haben. Diese Struktura ist weiß, hat eine eigene Farbe, im Gegensatz zum Impasto-Gel. Mhm. Das Impasto-Gel. Oh, Scheiße, ist auch hinüber. Das ist also grieslich, siehst du es? Mhm. Das ist jetzt echt hinüber. Also das ist so, das hat eine ganz komische Konsistenz. Na? Mhm. Also das ist so, muss man mal schauen, muss man ausprobieren. Also, aber es schaut echt eigenartig aus. Also das ist ein bisschen. Riechen sie immer komisch, weil nämlich, da wären wir jetzt wieder beim nächsten Ding, das kommt jetzt die nächste Zusatzinformation. Das bedeutet, dass die Acrylfarbe deswegen auch oft stinkt, weil sie Antifungizide drin haben. Mhm. Also die haben in der Farbe haben die was damit, weil ja Wasser drin ist, du musst ja zum Beispiel das total keimfrei haben. Und bei Wasser hast du echt das Problem. Das musst dann und dann ja, geht's. Ja, aber ich weiß ja jetzt, wie das drin ausschaut. Also da kannst du kaufen, was du willst. Okay. Scheiße, durch mein Reinbohren ist es nicht besser geworden. Ja, es ist jetzt unwuchtiger. Ja, genau. Also, das ist so das Ding. Also, ihr werdet sehen, also ich werde irgendwie das mit den Medien, ich nehme ja schon bei der Ölmalerei nicht immer wirklich so viel Medien. Also das ist so, ich nehme das Liquin, damit es schneller trocknet.
Und bei der Acrylfarbe brauche ich jetzt kein Medium, das schneller trocknet. Jetzt sagen natürlich alle, ich brauche ein Medium, das es langsamer trocknet. Aber das ist mir wurscht, weil ich werde unterschiedliche Sachen machen. Ich werde es sehr flüssig malen. Ihr werdet es dann in den verschiedenen Bildern dann sehen, dass ich dann das ganz unterschiedlich angehen werde. Wir sind im Chat ganz weit hinten. Mhm. Muss Monika Neuwirth, verwendest du keine Katzenzungen? Na. Dietmar Stiller schreibt, Stefan, wie beim Ölmalen, muss bei dem Pinsel für Acryl einfach viel ausprobieren, was einem liegt und welchen genau. Effekt man erzielen will. Ja, da hat der Dietmar natürlich vollkommen recht, weil das ist echt so, dass es echt wirklich Blödsinn ist. Weil das ist echt wirklich, wenn du kochst, hast du das eine Messer oder das andere Messer, mit dem du besser was schneiden kannst und so. Das ist immer das Gleiche. Also ich sag euch, also grundsätzlich, das habe ich jetzt auch die ganze Zeit eigentlich gemacht. Ich habe euch meine persönlichen Präferenzen gesagt. Die sind nicht allgemeingültig. Der Dietmar zum Beispiel, der wird völlig anders malen als ich. Und dieser Spontanrealist wird es auch wieder anders machen. Also insofern, it's up to you. Hier wird viel diskutiert, ob man mit Wasserrohrzangen die Farbtuben aufbekommt. Nein, stopp. Da muss ich kurz einhaken. Wenn ihr eine Tube aufbekommen wollt, die nicht mehr richtig gut aufgeht, dann gebt sie unter heißes Wasser. Immer. Ölfarbe. Diesen Tipp hat der Dietmar Stiller. Ja, okay. Heißes Wasser. Ja. Weil das ist einfach so, ob das eine Ölfarbtube ist, ob das eine Gouache-Farbtube ist oder sonst irgendwas. Heißes Wasser macht die Farbe wieder ein bisschen weicher und geschmeidiger und dementsprechend kriegt man es wieder runter. Zwingen mit Supersilber fixieren, schreibt Chivara, haben wir schon. Mhm, genau. Ich habe nur noch einen Punkt auf dem Plan, die Untergründe, ne? Verklebte Tuben habe ich auch, schreibt die Jeanette. Mhm. Dietmar Stiller schreibt, et Ralf Retarder ist für Acryl, was Liquin für Ölfarbe ist. Ja, wahrscheinlich. Es geht genau in die andere Richtung. Ne? Es geht in die andere Richtung. Also für euch probiere ich es glatter mal aus. Also ich sag's euch, wie es ist. Also ich werde dann sozusagen, weil ich werde einfach total retarded sein. Ne? Dietmar Stiller schreibt, ey Stefan, wenn du willst, dass Ölfarbe schneller trocknet, nimm Acryl. Das ist einfach der Girlsche Jung, ne? Da ist immer lustig. Da, der Jack, der Girlsche Jack, ne? Also, ich muss euch ehrlich sagen, also jetzt mal hier, um ein bisschen nach dem, also er hat ja Probleme mit Lesen und so und dementsprechend braucht er ein bisschen und so, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das so wahnsinnig super, dass ihr mir die Treue haltet und dass ihr immer wieder im Chat dabei seid, dass der Chat einfach so abgeht und dass es so lebendig ist. Also, es ist echt der Hammer. Also, es ist wirklich super. Und wir kennen jetzt mittlerweile einfach auch so viele, oder? Die immer wieder dabei sind. Ja, aber sind. Das sind ganz viele Namen, die mir relativ neu sind. Die Tina C. zum Beispiel. Tina C.? Hallo Tina C. Ist denn Acrylbinder dasselbe? Ja, wie dasselbe. Also Acrylbinder ist einfach, das gibt eben, da kenne ich mich nicht so richtig gut aus. Also zum Beispiel, wenn man beim Crema zum Beispiel mal forscht, also da müsste man sich mal schlau machen. Es gibt eben die unterschiedlichsten Acrylbinder zum Beispiel, um seine eigenen Acrylfarben zu machen. Und da kenne ich mich nicht hundertprozentig aus, weil das ist dann wieder für Restauratoren und die ganze Geschichte. Also ich verwende dann echt die Acrylfarben einfach so out of the box. Apo fragt, kann man Pinsel für Acryl und Öl nutzen oder verträgt sich das nicht miteinander? Ja, also ich kenne dann, also ich mache so, du siehst es, ich habe hier meine Acrylpinsel, die ich nicht für Öl verwende oder verwendet habe, keine Ahnung, kann ich jetzt sagen. Ich werde vielleicht meine Gouache-Pinsel verwenden. Mhm. Weiß nicht genau, weil ich finde die schon ziemlich genial. Also das ist so, weil die im Gegensatz zu den Lascaux einen großen Startvorteil haben. Sie haben längere Borsten. Ja, und das ist was ich echt mag. Also das ist so, vom Prinzip her sind sie sind sie ähnlich. Ich wollte wir sind okay. wir sind scharf, glaube ich. Kannst du mir die Platten aufgeben? Ja. Also hörst du, das ist der Gute. Dann schaut man da oben auf diesen hier und diesen hier. Jawohl, also weil nämlich, also das ist... Darf ich denn noch einen? Oh, wenn du mich schon so fragst.
traumhaft. Also mein persönlicher Assistent ist einfach ein Traum. Also mehr könnte ich mir an, also ich könnte es mir gar nicht vorstellen. Also es ist ein Wahnsinn, sage ich euch. Es würde jetzt fast so klingen, als ob ich betrunken bin, aber ich bin naturblöd. Also das ist irgendwie so die Geschichte. Also es geht von bis. Also das heißt natürlich, eines meiner Maluntergründe meines Vertrauens sind diese Canvas-Panels von der Firma G. Und ich mag die von der Firma G lieber als von der Firma B, weil die weniger Struktur haben. Also das heißt, die haben, das Leinwandkorn ist feiner. Das ist so die eine Geschichte. Und weil wir schon dabei sind, ne? Also das ist jetzt auch wieder die Geschichte. Ne? Also das ist so, wenn ihr wissen wollt, wie ich das Ganze immer auf die Malplatte bringe, dann mache ich hier so eine Schlaufe und klebe das dann so drauf. Nimm hier so ein Ding, klebe das dann so drauf und dann klebe ich das immer auf meine Platte, die ich dann zum Malen verwende. Ich mache dann, je nachdem wie groß die Platte ist, aber hier würden 4 reichen. Ne? Also so mache ich das normalerweise, um das dann zu befestigen. Also ihr werdet sehen, ich gehe immer grundsätzlich vom Grau aus. Also das ist so, mir hilft es einfach auch irgendwie so dieses, so einen hellen Tonwert einfach mal zu haben. Ich habe hier 2 verschiedene Leinwände. Also das heißt, ich habe hier, da kann man natürlich auch den Hersteller auch eigentlich ganz gut sehen, die Firma B. Und es ist dieses Maltuch, das nur geleimt, also geleimt ist es nicht, aber das ist mit Acrylbinder eingestrichen. Und ich habe dann diese graue Acrylfarbe drüber gespachtelt, um dann noch ein bisschen das Korn wegzunehmen. Na? Ich weiß nicht genau, ob man das einigermaßen gut sehen kann, aber das ist natürlich eine ganz gute Qualität. Das Holz ist gut. Ich habe die Keile reingemacht. Also das ist echt eine ganz, also finde ich jetzt eigentlich auch ganz gut. Hier haben wir wirklich das Paradebeispiel von einer total miesen Leinwand, weil das ist nur 20 auf 20. Ich brauche keinen super fetten, ich brauche jetzt keinen 5 cm Rahmen dafür. Aber das ist richtig gutes Holz. Das hier ist irgend so ein Balsaholz, das total leicht ist. Und ich habe auch keine Ahnung, wie die das schaffen, diese Leinwände so dünn zu grundieren. Das weiß ich nicht. Und in meinen Kursen mache ich das dann so, dass ich dann immer wieder empfehle, diese graue Acrylfarbe zu verwenden, weil das einfach dann auch richtig schlechte Untergründe zu einem brauchbaren Untergrund macht. Für die Ölmalerei. Für die Acrylmalerei ist es relativ wurscht. Wobei es aber auch bei der Acrylmalerei echt problematisch ist, wenn die Untergründe zu stark saugen. Das ist eigentlich auch so eine Geschichte, die problematisch ist. Aber ihr seht, wenn das jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber hier in Österreich gibt es Pagro und Libro und es sind so Schreibwarenläden. Merci beaucoup. Das sind so Schreibwarenläden und die verkaufen halt total billige Leinwände und die sind schlecht grundiert und haben einfach diese mickrigen Mini-Keilrahmen, die einfach echt scheiße sind, weil die kann man auch nicht gescheit auskeilen. Das ist so, das ist hier echt was ganz anderes. Ne? Das ist eine andere Qualität. Aber auch graue Acrylfarbe grundiert, und dann kann man es auch für Öl oder Acryl verwenden. Das hier habe ich vor kurzem, dieses Papier, das hat 450 Gramm. Paint on. Na, das gibt es einzeln abgepackt, so 20er Stück in A4, A3, A2 oder so und sogar noch größer, 50-70 beim G, bei der Firma G. Und das ist richtig gut, weil wenn ich das jetzt aufklebe, ne, das würde ich jetzt einfach mit einem Tape, also mit einem Klebeband, würde ich das aufkleben, da auf einer Holzplatte. Habe ich zwar ein bisschen einen Rand, aber es würde total gut funktionieren. Und später als Bonus zeige ich euch dann noch was. Der große Bonus. Also das hat 54 Gramm. Das nächste ist dann auch, dass ich hier, das hier ist eine, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, das ist hier so eine Schräge. Das ist der Innenausschnitt von einem Passepartout. Und diese Passepartouts, die kann man beim G und beim B immer relativ günstig kaufen. Also, und die sind natürlich super, weil die säurefrei sind und genial zum Draufmalen sind.
Wichtig ist, dass man es links und rechts grundiert. Dass man Acrylfarbe auf die eine Sache, auf die andere Seite. Und vor allem vorne und hinten, oder? Ja, links und rechts, vorne und hinten, oben, unten und sowas, ne? Ja. Gibt's was? Und das Letzte, wobei ich bin jetzt eigentlich schon beim Ende. Das Letzte ist dann hier eine grundierte Leinwand, wo ich dann auch einen Spannrand gelassen habe. Das heißt, ich male dann dieses Bild und ich habe das in einer bestimmten Größe gemacht. Und dann kann ich das dann entweder auf eine Malplatte aufkleben oder ich kann es in eine Mappe geben. Aber diese Sachen sind super gut grundiert. Ne? Mhm. Wenn du es mal merkst oder so, das ist einfach gute Qualität. Das sind locker 400, 450 Gramm oder so vom Tuch her. Also das ist natürlich super. Ne? Also das ist natürlich total gut. Und also als Bonus kann ich euch noch eine Sache zeigen, was nämlich echt genial ist. Das ist entweder, ne, also das ist so, das mache ich mal mit einem breiteren Tape. Ne? Na, ist ja wurscht, ist völlig wurscht, mit welchem Tape ich das mache. Wenn ihr zum Beispiel jetzt euren Untergrund, ne? Kannst du das jetzt auf Sächsisch erklären, bitte? Weil der nicht Bayer bricht weg, wenn du Sächsisch sprichst. Ja, ich weiß schon, ich kann es nicht so richtig gut, aber ich muss mal zu Besuch kommen, dass ich das doch richtig sprechen kann. Also, aber meine österreichischen Freunde, die finden das immer total lustig, wenn ich so rede. Was soll ich da sagen? Eine Butterbämme und ein Bräuler. Ne? Butterbämme ist... Ein Buttersemmerl. Ein Butterbrot. Und ein Bräuler? Das ist wahrscheinlich ein Käsekreiner dazu. Und wenn es keine Käsekreiner ist, interessiert es mich nicht. Nein, es ist ein Grillhändel. Also ich würde sagen, bin ich mit der Käsekreiner. Also das heißt, wenn ich jetzt das zum Beispiel so aufklebe, ne, dann ist es so, dass ich natürlich was verliere vom Blatt. Ne? Mhm. Das ist klar, ne? Oder? Ja. Ne? Das heißt, dann habe ich so einen Passepartout-Rand. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Aquarellpapier habe, das jetzt zum Beispiel so einen Büttenrand hat, der total sexy ist und der gut ausschaut, dann mache ich das so. Müsst ihr vorstellen, ich habe es jetzt auf allen vier Seiten gemacht. Mhm. Muss ich jetzt nicht machen, oder? Ich stelle mir das vor. Kannst du dir vorstellen, ja, oder muss ich jetzt nicht machen? Nein, musst du jetzt nicht also machen. Du bist jetzt mein dumbest average user, okay? Okay, ja, das schaffe ich. Okay, schaffst du es? Ja. Dann mache ich das so, dass ich... Das Ganze, das habe ich mir nämlich, irgendeiner hat mir das gezeigt, das ist echt ziemlich genial. Kann ich das so aufkleben. Wow. Und das, wenn ich da rundum mache, dann habe ich einfach das ganze Blatt aufgeklebt. Es ist echt ziemlich gefinkelt, finde ich. Also es ist eine richtig, richtig geile Idee, ehrlich gesagt. Das heißt, ihr könnt das ganze Blatt nutzen und wenn das nämlich dann hier jetzt aufgeklebt ist, dann habe ich keinerlei Verlust vom Rand und es ist trotzdem... Ach, du meinst, das ist rundherum? Schlau. Ja. Hätte ich das jetzt machen sollen? Na, war das klar? Oder? Nein, schade um das Klebeband. Außer du willst es malen. Also nein, das Problem ist, ich jetzt... Das jetzt ist ja schon die totale Verschwörung. Oh Mann, ey, okay. No? Also, wie gesagt. No? Echt ein cooler Ding. Also das fand ich jetzt... Also dieses Acryl ist ja doch gar nicht so blöd. Jetzt habe ich auch was gelernt. Ja, jetzt hast du auch was gelernt und so. Mhm. Darf ich dir das wieder überreichen? So, ich bin eigentlich mit den Materialien durch. Also das heißt, das ist jetzt gar nicht so wahnsinnig aufwendig. Also ich habe die Farben, ich habe die Pinsel. Halt! Was habe ich vergessen? Die Frage von Annette Geiger. Bekommt man verzogene Leinwände wieder eben? Wenn ja, wie? Es kommt darauf an, wie sie verzogen sind. Wenn sie verdreht sind, drehe ich es einfach brutal in die andere Richtung. Mhm. Und keil's aus. Aber wirklich brutal. Wenn es aber grundsätzlich das Holz verzogen ist, hat man keine Chance. Also wenn es so verzogen ist, dann kannst du es auch vergessen. Also wenn es aus dem rechten Winkel ist, geht nicht. Wenn das Holz die eine Leiste in eine Kurve macht, könnt ihr es auch vergessen. Dann müsst ihr beim Kaufen aufpassen. Und ich glaube, heute gibt es eine Premiere bei dem Stream. Was denn? Ich muss mal austreten. Das heißt, du musst dann ein Programm machen, kann man sagen. Ja, kein Problem. Ja? Annette Bayer schreibt einen Witz, den du schon vor dem Stream gemacht hast. Was ist? Und weil wir gerade dabei sind. Gendern ist, wenn Sachse. Gendern, ja. Gendern ist, wenn Sachse mit dem Boot umkippt. Ja? Genau. Gendert, gegendert. Ja. Ja, na dann husch. Ja,
Husch, oder machen wir eine Verabschiedung? Oder? Nein, in dem Fall sozusagen. Ich habe noch zwei Sachen, möchte ich noch erklären. Naja, dann. Also, der Ralf ist jetzt in charge und du kannst über Mahlspachtel reden. Du kannst alles erklären, was das ist. Das ist eine Mahlspachtel. Jetzt rede ich. Soll ich mein Mikrofon ausmachen? Jetzt rede ich unter Mahlspachteln. Ja, wirklich, wirklich was Schlaues kann ich euch gar nicht erzählen, aber ich kann mal den Chat vorlesen einfach. Sascha Konstantin schreibt, beim Acryl kommt es aber vor, dass sich die Farbe dann mit ablöst, wenn man das Kreppband abmacht. Naja, ich glaube nicht so, wie der Stefan gezeigt hat, weil das war ja total schlau mit dem Kreppband auf der Rückseite und dann eigentlich das Kreppband aufgeklebt. Das heißt, da geht dann, wenn dann, nicht die Farbe runter, sondern nur ein bisschen was von der Beschichtung vom Papier. Aber auf der Rückseite, deswegen wurscht. Jetzt kann ich das ganze Lob für den Stefan vorlesen. Schnell lobt ihn jetzt, solange er nicht da ist, weil das lese ich jetzt gerne vor. Dann muss er sich den Stream nachher anschauen, damit er das mitbekommt. Fabian Bichelmeier hätte noch eine Frage. Ja, lass dir Zeit. Tolle Tipps, schreibt Renate Grössmann. Ich glaube, deinen Namen habe ich auch noch nicht vorgelesen. Hallo Renate. Ja, beim B, Leinwände auf den Boden legen, zum Schauen, ob sie gerade sind, ist sicher eine gute Idee. Vorher habe ich auch gelesen, irgendjemand hat ein Geodreieck mitgenommen, um zu schauen, ob was war das? Waren das nur die Passepartouts im rechten Winkel geschnitten sind? Zum Glück konnte ich meine... Hey, Ralf, falls du da auch einsteigst, holst du dir dann wieder welche von Schminke? Ich steige da sicher nicht ein. Ich bleibe bei meinem Öl. Ich habe jetzt so viel Ölfarbe gekauft und habe jetzt so viel Freude mit Ölmalen und gefühlt mache ich das noch nicht lang. Ich habe jetzt echt keinen Bock zum Umsteigen. Das mit Beulen ist irgendwie auch noch was. Ja, schon ein Stein schreibt, bei manchen Billigleinwänden sind Beulen drin. Mhm. Da kann man von hinten mit Wasser drauf sprühen und dann zieht sich die Leinwand wieder zusammen. Kannst du eigentlich das ganze Bild noch ein bisschen größer machen? Apfel Plus? Machen wir Apfel Plus? Funktioniert nicht? Ah, okay. Scheiße. Weil dann könnte ich es nämlich da lesen. Nämlich. Du sollst das ja nicht lesen, das lese ich. Ja, okay, aber was nämlich jetzt noch die andere Geschichte ist, also das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig aufregend. Ich habe hier. Ja, das ist gut. Ja, nur dann machen wir. Ich habe hier das hier. Nämlich. Ganz normal, das sind die Mahlspachteln, die ich eigentlich fürs Ölmalen auch verwende. Ne? Das sind so diese hier, wo ich auch darauf achte, dass diese Kröpfung möglichst auch irgendwie groß ist, damit ich meine Finger irgendwie aus dem Weg kriege, wenn ich da. Seht ihr? Siehst du es? Mhm. Das ist dann. Ja, Malplatte? Genau. Nämlich, das ist echt so, bei den billigen, ich habe jetzt keins da, aber es ist einfach. Ihr seht es, ne? Das ist total wichtig, ob es so. Das ist total wichtig, dass ich einfach mit den Fingern nicht an der Oberfläche bin. Genau. Ja? Und das ist eben, dass diese Kröpfung, das sparen die sich meistens. Ja? Das heißt, dass ich da, ups, wenn ihr das seht, dass ich mit den Fingern möglichst weit weg bin. Und das hier ist ein Palettmesser. Das heißt, damit kann ich halt eigentlich immer wieder die Farbe wegkratzen. Und da komme ich eigentlich zum letzten Teil. Und das ist eigentlich im Endeffekt auch ein bisschen das hier. Das möchte ich nur mal zeigen. Nämlich, das ist in meinem Manuskript. Ich habe hier einen Atelierwagen, den hat mir mal jemand vermacht. Und da ist eine Glasplatte drauf. Und die ist total super zum Malen. Also das ist einfach so, weil ich kann da die Acrylfarben drauf geben. Und wenn sie getrocknet sind, kriege ich sie total problemlos wieder runter. Und runterkriegen... Und das ist jetzt die nächste Sache, das ist auch so ein Tipp. Ich weiß nicht, ob der Dietmar das weiß, ob der diesen Tipp dann auch kennt und weiter verteilt. Nämlich, wenn ihr eine glatte Fläche habt, weil meine Alternative, die Alternative von Paletten ist hier so ein Tablett. Das ist jetzt von IKEA. Also irgendein Plastiktablett. Seht ihr das? Das sind jetzt gerade Gouachefarben. Mhm. Und das ist jetzt, und das war aber auch hier, das habe ich für Acrylfarben auch verwendet. Also das heißt, ich habe es immer wieder sauber gemacht. Das hier sind Acrylfarben da auf der Seite und so, ne? Und das Saubermachen, das geht mit Glasreiniger. Mhm.
Mhm. Weil nämlich die Acrylfarben, die reagieren total, die reagieren auf den Alkohol, der in dem Glasreiniger drin ist. Und da wird dann die Farbe total schlatzig. Die wird so total so richtig eklig. Das heißt, wenn du diese Palette voll hast, ich würde halt schauen, dass ich die am Ende des Malens die richtig großen Batzen wegkriege, weil die sind echt mühsam. Mhm. Aber eine dünne Schicht Acrylfarbe ist einfach so, das werdet ihr dann, ich kann es euch gerne mal zeigen, dann auch beim Stream. Ich sprühe das dann ein, ich warte ein paar Minuten und dann kann ich das mit dem Palettmesser, also wie so eine schleimige Haut, runterziehen. Geht total, also muss man gar nicht Wasserhahn oder kratzen oder schaben oder so, sondern es geht ganz leicht. Also mit Glasreiniger. Damit kann man es reinigen. Also das heißt, ich nehme natürlich, die Tabletts sind total nett, weil dann die Farbe innen drin bleibt und natürlich nichts rausschwappt. Na? Fabian Pichelmeier Art schreibt, womit klebst du den Leinwandstoff auf die MDF-Platte? Mit Holzleim. Oder mit Buchbinderleim. Holzleim, Buchbinderleim. Wichtig ist, das dann gescheit drauf zu spachteln, die Platte wie die Leinwand und dann richtig pressen. Wobei ich aber vor dem Pressen mit einer Walze, ich lege ein Blatt Papier drüber und gehe nochmal mit einem Rakel drüber und presse dann den Kleber wirklich zur Seite raus, dass es dann sich gut verteilt. Und dann presse ich das Ganze. Also das können wir nachschauen. Da gibt es bestimmt einen YouTube-Film drüber. Ist relativ easy, weil das wird da auch so gemacht. Diese Sachen hier, ne, die werden genauso gemacht. Da ist auf der einen Seite ist Papier und auf der anderen Seite ist die Leinwand. Und dadurch wird es gegenkaschiert, nennt man das. Jeder Buchbinder weiß es. Das heißt, wenn du ein Buch einbindest, hast du außen die Leinbindung und innen drin dieses Vorsatzpapier ist total essentiell, damit das Buch nicht schüsselt. Mhm. Weil nämlich... Schüsselt, ach schön. Ja, Schüsseln nennt man das. Wir waren halt schon bei ein paar Kanzlern. Ja. Ja? und es ist eben so, dass das ist auch ein gutes Zeichen, dieser Dispersionsleim ist das gleiche wie die Emulsion von einer Acrylfarbe. Mhm. Das ist Tupfergleiche. Also das ist die gleiche Familie. Mhm. Und der zieht sich extrem stark zusammen. Das ist super, das kann man immer gut gebrauchen. Nur entsteht eine wahnsinnig starke Spannung. Das heißt, wenn ich jetzt Karton, den Passepartout-Karton, wenn ich den auf einer Seite grundiere, ich habe da jetzt welche schwarz grundiert, dann schüsseln die erstmal. Und erst wenn ich ihn von der anderen Seite grundiere, dann entspannt er sich und ich habe es gerade. Das ist so. Das ist aber auch bei Hartfaserplatten so. Mhm. Na? Also weil diese Hartfaserplatte, wenn du siehst, die da hinten vom Mani, na? Die mit dem großen Bild, ne? Siehst du das? Das ist die da, die ist weiß grundiert, ne? Jetzt muss er ackern. Ihr seht es. Ich habe die hinten auch grundiert, damit die plan bleibt. Das ist total wichtig, dass die hinten auch grundiert ist. Hat vom Konservatorischen auch den Vorteil, dass natürlich keine Feuchtigkeit mehr eintritt. Also das ist einfach geschützt ist, ne? Also das ist das Bild. Ach, die Pizza ist da. Ah, die Pizza. Wir wollten heute eine Pizza bestellen. Geh mal vor Käse, keiner. Okay, wurscht. Ja, ist schon so spät. Wir müssen uns beeilen. Ja, wir müssen uns beeilen. Also, das heißt, jetzt die letzten Fragen, weil ich bin eigentlich durch mit den Materialien. Ne? So. Jetzt nur noch das... Bruderbusch, haben wir schon über das Bild im Hintergrund gesprochen, diesen Versuch mit der Couch. Mhm. Das habe ich nicht erklärt. Das sind Lots Töchter. Da ist die Weinflasche. Die zwei Töchter, die sind leider frustriert, weil der Lot irgendwie abkaut ist. Und das Ganze ist eigentlich, ich weiß noch, welcher Raum das ist. Ich habe in der Serie immer die Figuren ins Kunsthistorische Museum gestellt, weil das einfach Paraphrasen waren zu alten Ikonografien. Also Lots Töchter läuft normalerweise anders ab, die verführen ihren Vater. Aber der Vater ist weg und die eine schaut dann ganz verzweifelt den Betrachter an und hofft drauf, wo ist er jetzt und so. Aber der Alkohol ist noch da im Bild. Und hinten, da wäre hinten oben eigentlich ein Bild von Rubens. Also ich weiß echt, welcher Raum das ist. Das ist der Rubensraum, der letzte. Ich weiß auch, welches Bild der Gang ist. Ich habe die aber weggelassen, die Bilder. Mhm. Und das Ganze ist aber eben im Original noch ein bisschen anders von der Farbigkeit.
Petra Zipfel, wirst du Ralf dann nicht mehr monatlich mitmalen oder malst du weiter in Öl? Nein, in einem Monat sind wir eh fertig mit Acryl. Also jetzt noch zwei Streams und dann malen wir wieder in Öl und alles ist also gut. Also nur zwei Streams, ja genau, stimmt, ja, sind nur zwei Streams. Zweimal, ja. Nein, in dem Fall, also um jetzt, also wie gesagt, der weißt du, der Ralf will immer gerne mal produzieren, ey. Weißt du, das ist einfach so sein Wesen, ne? Ich werde das Acryl jetzt so lang machen, weil das war ja auch die Frage, ich werde es jetzt so lang machen, bis ich es erschöpft habe. Das ist das eine. Und das andere ist, der Ralf wird auf jeden Fall in Öl weitermalen. Also das heißt, der erste Stream im Monat wird in Ölfarben sein. Ich hätte gesagt, ich male in Acryl, weil es ist mir ja wurscht. Aber der Stefan meint, es ist didaktisch ganz schlecht und nicht besonders und nicht sinnvoll. Es ist auch gut, dass du das sagst, weil ich möchte es euch nur nahelegen. Also die Grundprinzipien, die ich da zeige, ne, die sind immer gleich. Es ist völlig wurscht, welche Technik. Das heißt, wenn ihr jetzt auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ich meine, die Christine ist, glaube ich, jetzt nicht live dabei, die hat jetzt in letzter Zeit viel Pastell gemalt und die wird auch im Webinar dann dabei sein. Und das ist auch so, wechselt diese Technik nicht. Also das heißt, wenn ihr Öl und Acryl gleichzeitig malt, dann ist es so, wie wenn ihr jetzt Spanisch und Italienisch gleichzeitig lernt. Ihr seid super verwirrt. Das bringt 0,0. Das ist einfach absolut kontraproduktiv. Also drum, bleibt bei eurer Technik und ihr nehmt es auf. Ihr könnt es einfach in jeder Technik malen. Das ist total wurscht. Wenn ihr natürlich sagt, okay, ihr wollt es mal probieren und ihr habt noch die Acrylfarben daheim, ah gut, aber dann malt nicht nebenbei Öl. Macht es nicht. Dann nehmt ihr einfach jetzt dieses Webinar, also das ist jetzt eigentlich die Anregung. Nehmt dieses Webinar als Herausforderung, dass ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, jetzt male ich jetzt irgendwie ein, zwei Monate, male ich jetzt nur mit Acrylfarben, aber dann macht es. Wechseln ist ganz schlecht. Und du solltest eben, wir haben es abgesprochen, der Ralf wird Öl malen. Und das wird ja für mich auch spannend sein, wenn ich dann Öl male und stelle mich dann total an. Oder ich male es mit Acryl und du malst mit Öl. Das können wir auch machen. Eigentlich dann auch zu sehen, weil wir haben ja, das ist das Interessante jetzt bei dieser ganzen also, ich weiß nicht, ich meine, ihr habt es nie so richtig dann geschrieben oder so, aber ich finde das Interessante daran ist ja, wenn wir jetzt das gleiche Motiv malen, also jetzt zum Beispiel die Gretel war total, wir haben relativ ähnlich angefangen, ne? Nein, wir hatten auch, also bis auf das eine Braun, das du mir ja absichtlich falsch gemacht hast, hatten wir ja auch dieselben Farben. Ja. Und das Interessante daran ist eigentlich auch, vielleicht machen wir das so, dass wir den ersten Stream es so machen, dass ich mit Acryl das gleiche Motiv mal und du mit Öl, weil dann wäre es eigentlich recht, richtig interessant, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, weil ich bleibe dann dabei und du bleibst auch dabei, also was dann da ganz gut ist. Also letztendlich, wir sind immer dankbar dafür und das ist natürlich auch super, wenn ihr uns eure Gedanken mitteilt oder einfach sagt, wie ihr das seht oder so. Also weil unser Stream mit der mit dem Frauenporträt, der letzte, der war irgendwie relativ infernalisch, weil ich es nicht fertig gekriegt habe und er weitergefahren hat und so. Ja, das ist super fertig geworden, würde ich sagen. Weil es einfach so toll fertig gemalt wurde. Mhm. Okay. Apo sagt, spricht auch noch diese Stay-Wet-Paletten an. Ah, okay. Ich habe für die Gouache hab ich eine daheim gehabt und habe sie sehr gern gehabt. Aber, echt? Ja, und finde das total super. Wobei hast du die gekauft? Ich habe sie noch nie verwendet. Ich habe sie gekauft, weil sie echt ziemlich schön groß sind. Aber eigentlich kann man mit einem Wettex-Fetzen oder mit einer nassen Küchenrolle und drüber einem Butterbrotpapier genau dasselbe sich selber basteln. Und das kostet dann nicht 438 Euro. Echt? Ich hab die noch nie probiert. Ja, die sind schon für die Gouache waren die sehr cool. Also wie gesagt, ich mal wirklich, also das ist so, nebenbei bemerkt, also ich werde irgendwann einmal ein Video drüber machen. Es gibt ein Buch, das heißt, vielleicht kannst du es mal suchen oder so, das heißt The Art Spirit von Robert Henry. Das hat eine Schülerin von mir aus München, hat es übersetzt ins Deutsche. Genau. Und da gibt es eben dann Wege zur Kunst. Mhm. Amazon.de oder so, ist völlig ja, wurscht. Ja, ne? Thalia, das ist ja. Und Thalia ist nicht international sozusagen. Ne? Also das heißt, dieses Buch, The Art Spirit, ist eins der schönsten Bücher über Malen,
malen lernen. Dieser Robert Henry ist der Wahnsinn. Und der, wie bin ich jetzt drauf gekommen? Was war denn jetzt eigentlich der Punkt? Stay wet? Mhm. Ich weiß nicht, ich bin damit keine beschäftigt, Ahnung, das richtige Buch auf Amazon zu finden. Auf Deutsch ist es. Oh, nee. Wege zur Kunst. The Art Spirit, Wege zur Kunst heißt es. Ja. Das war doch, geh nochmal zurück. Hm, genau. Und auf jeden Fall, in diesem Buch, das ist echt so, das hat eine... Der Weg zur Kunst. Ja, genau, Der Weg zur Kunst. Ja, also es ist echt ein richtig schönes Buch, weil es einfach so toll ist. Nämlich auch in dem Sinne, wie man sich der Malerin nähert, wie man seine mentale Einstellung dazu hat. Und dieser Robert Henry war mal Professor an der Art Students League in New York Anfang des 20. Jahrhunderts. Und das Buch ist der Wahnsinn einfach. Also wenn ihr was Erbauliches lesen möchtet, dann nehmt das. Das gibt es auf Englisch und Deutsch. Die deutsche Ausgabe ist von einem Verlag hier in Wien. Und eine Schülerin von mir hat es übersetzt. Und da sind aber auch ganz viele Bilder drin in der deutschen Ausgabe, die in der englischen nett sind. Und man verliert auch nichts, weil es gibt Wiederholungen in der englischen, die sie einfach rausgeschmissen haben und so. Und es ist ein richtig tolles Buch. Okay, den Link kann ich nicht teilen, weil der zu lang ist für den Stream. Dann machen wir das einfach so, oder? Ja, gib einfach nur The Art Spirit, Wege zur Kunst. Ja. Also. So, mit Maus und Touchpad komme ich dann vielleicht auch dazu, dass ich... Nein. Ansonsten ist es einfach so, dass wir... Es gibt noch total viele Sachen. Also viele Fragen. Du brauchst doch nicht glauben, dass du jetzt schon heimkommst. So, das haben wir jetzt gesehen. Käsekreiner. Wir haben schon lange keine Käsekreiner. Schon mit Steinschraub. Bei mir geht das nicht mit Glasreiniger oder Badreiniger. Ah! Ein bisschen einwirken lassen. Ja, geht das mit also jedem Glasreiniger? Ja, oder muss das Alkohol, ihr könnt auch Spiritus nehmen. Alkohol lässt die Acrylfarbe quellen. Nein, also vielleicht hat die schon nicht irgendeinen Essig-Glasreiniger, wo Alkohol drin ist. Ich habe noch nie, also egal welche Glasreiniger ich gekauft habe. Egal was mit Alkohol ist, alles. Ja, funktioniert alles cool, kann man sagen. Was? What? So, Moment. Ah, Ralf ist hinterher mit dem Chat. Also ich bin auf jeden Fall extrem motiviert, weil es einfach für mich, also und das möchte ich euch auch nochmal nahelegen, für mich ist immer eine Änderung der Technik auch so ein bisschen so ein Wellnessurlaub, weil es mir dann hilft, die andere Technik wieder bewusster wahrzunehmen. Und ich lerne immer was, muss ich ehrlich sagen. Also es ist schon richtig, richtig cool. Außerdem durch alte Farben aufbrauchen. Und der Kunstlich schreibt, vielen Dank, wie erwartet, wieder was gelernt und meine Acrylergie ist nicht hochgekommen. Ja, also du wirst es sehen. Also auch der Kunstlich, sehr kunstlich. Weil wir das Österreichische ist im Englischen immer der Wahnsinn. Ist so, es wird spannend sein, weil bestimmte Dinge... Ich versuche auch immer wieder mal auch ein bisschen die Sachen gegen den Strich zu bürsten, jetzt in dem Sinne, wie ich vorgehe. Und das Wichtigste ist einfach echt irgendwie so dieser Spaß. Für mich ist es so, ich tue jetzt bin ich wieder Andrew, ein bisschen predigen und so, aber es ist tatsächlich so, wenn ich die Farbe auf meine Palette drücke, ne, das ist so, und das ist so das Weiß und das Gelb und alle Farben, die sind dann so da. Das ist für mich wie beim Kochen die Zwiebeln anbraten. Mhm. Dieses, wenn du die Zwiebeln... Das riecht schon gut, schon fertig. Ja, das ist so, oder? Ja. Das ist so, wenn du die Zwiebeln anbrätst, das ist irgendwie so die halbe Miete. Du denkst, oh, das riecht schon gut und so. Und dann kommt der Rest. Und für mich ist das Farbe rausdrücken wie die Zwiebeln anbraten beim Kochen. Also muss man ehrlich sagen. Also. Monika Neuwirth schreibt, der Ralf soll nicht so viel trinken. Der trinkt überhaupt nichts. Also ich habe, glaube ich, was hast du getan? Also du hast... Ich hatte einen Tonic und jetzt habe ich hier noch ein großes Glas Wasser. Das ist Gänsewein. Liebe Monika. Da brunzen die Anten. Liebe eine. Monika. Na, das Gute ist, wenn man österreichische, ordinäre Sachen sagen, dann kriegt das YouTube nicht mit, oder?
Ich glaube schon. Haben die schon Dialekte? Haben wir was ordiniert? Also du dürfst zum Beispiel keine englischen Swearwords verwenden. Dann ja, ich würde aber jetzt, also nur weil die Monika mir jetzt Tipps gibt, wie ich mich, ja, wie aber mich zu ernähren habe, ne? Würde ich jetzt keine also, englischen Swearwords verwenden. Also weil die Zensur ist ja all so, überall. Warum nicht Ralf in Öl und Stefan in Acryl? Ja, nicht Bayer. Oh Gott, aber wir sind hinten haben wir, schon. Wir sind hinten nach. Ja, genau. Vom Chat, der hinten nach. Ja, genau. Sehr informativ, wie immer, schreibt Bernd Gleisner. Ja, es war wieder super heute, schreibt Ruth Wagner Weber. Margit Cornelius, danke sehr für diese fachmännischen. Okay, Infos. Also das heißt, ihr seid schon auf dem Weg ins Bett, oder? Ey, scheiße, 2 Stunden, 23 Minuten. Ich wollte nach 1,5 Stunden fertig sein. So, ich schaue jetzt nur, ob ich irgendwas Schnelles, irgendwas hat riesig Spaß gemacht. Annette Geiger, freut mich, du bist auch neu, oder? Annette Geiger. Ja, ich... Aber ich habe eine Frage, habe ich schon vorgelesen von Anne. Ja, genau. Ja. Lecker. Lecker. Lecker, du meinst uns, oder? Ich glaube, du solltest nicht so viel trinken. Mhm. So. Stimmt, dieses Anmischen ist hochkreativ spannend, wie Zwiebelgebrät. Malen ist Glück für die Seele, schreibt Margit Cornelius. So. Okay, keine großen Fragen mehr. Graschiner Freund schreibt, danke, gute Nacht. Okay, super. In dem Fall würde ich sagen, es gibt eigentlich nur noch also die Geschichte. Also erstens einmal können wir, nein, nicht da, sondern da drauf drücken. Genau. Das können wir wieder weggeben. Ja, genau. Also das heißt, follow me, follow us and whatever. Ne? Gerne könnt ihr uns auch auf einen Kaffee einladen oder eine Maus oder einen Monitor. Genau. Also wenn ihr einen guten Monitor zur Verfügung habt und der nicht irgendwie nur 360 Pixel hat. Genau. Also ich muss da echt was ändern. Ich gebe es zu. Also das heißt, ich werde jetzt dann in den nächsten Wochen werde ich fröhlich vor mich hin malen und werde aber auch zum Beispiel ein Motiv malen, das ich schon in der Ölmalerei gemacht habe, um mir mal zu zeigen, um das mal zu vergleichen. Aber wiederholst du dich dann nicht? Mache ich zum Teil bewusst. Mhm. Ne? Und, meinst du, weil die Leute vielleicht, wenn du es öfter sagst, das dann vielleicht auch mitbekommen? Ja, das ist dann wie mit dem Sickerwitz. Das muss sickern. Das muss sicker. Ne? Ja, also, und manchmal muss man den Sickerwitz auch erklären. Also Ralf, es war wie immer ein innerer Vormaimarsch oder ein Volksfest. Ein Mai-Aufmarsch. Genau. Und wenn ihr aber auch zum Beispiel, also das ist die andere Sache, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr gerne behandelt haben möchtet, dann schreibt ihr einfach in die Kommentare rein. Malerischer Art. Ja, ja, genau. Also so, der Ralf wird sich nicht ausziehen. Und den Rest schreibt es in die Nützwochgruppe hinein. Genau. In die Nützwochgruppe können auch noch Sachen reinschreiben. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sind wir eigentlich durch, oder? Ja. Sind wir durch? Ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Ey, wir sind 2,5 Stunden. Ich wollte echt in 1,5 Stunden fertig sein. Das ist echt entglitten. Ja, diese Fragen. Ja, es ist echt entglitten. Diese Fragen. Und naja, und wir, du bist ungefähr 3-mal aus dem Bild gegangen. Einmal. Und das war das erste Mal. Nein, du hast Zeug geholt von da Pinsel drüben. Pinsel ja, habe ich öfter gegangen. Ja, wo so sind oft die? Bin noch nie. Ah, da sind sie, ja. Pinsel. Also. Die verlosen wir zum 50. Naja, also das ist schäbig und so. Also da wird es schon Originale geben. Also in diesem Sinne würde ich sagen, schreibt Themenvorschläge, wenn ihr irgendwas habt oder so, wo ihr jetzt der Meinung seid, dass es jetzt total super ist, wenn wir das behandeln, dann... Ja, Fabian Bichelmeier schreibt die Rose, dann wäre sie in Gouache, Öl und Acryl zum Vergleich. Wow, Fabian? Tippitoppi. Letzte Woche schon einen Pluspunkt, jetzt schon wieder einen. Fabian, verdammt nochmal, lohnt sich echt, also es hat sich echt gelohnt, dass wir dir eine gute Ausbildung zukommen haben lassen. Mhm, ja. In diesem Sinne würde ich sagen, schreibt die Themenvorschläge rein und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn ihr Ralf sagen hört. Gute Nacht.